Ich meine, Sepp ist ja allein schon deswegen einzigartig, weil der hat geschafft hat, seinen Genpool schon weiterzugeben. Deswegen, der ist schon mal super. Ne, ich Ich bin bin heute nicht mehr gegen den einzigartig. Ich Omnisword. hab jetzt einen Achso. Klon quasi. Stimmt, Das das ist so ein Mini-Me. Wie bei ja. Dr. Evil und Austin Powers. Was wir heute machen, wir spielen gleich gegen den Omen-Squad und holen das Anno-Event nach, was beim letzten Mal nicht funktioniert hat wegen den Servern. Die sind aber gerade online. Dementsprechend sollte das alles funktionieren. Wir wechseln jetzt sofort auch mal den Channel zu den anderen. Und dann gucken wir mal, was besprochen wird. Ja, wir wollen alle Performance sehen. Ich bin selbst auch sehr gespannt. Ich gehe mal nach unten und dann gucken wir mal, was da geht. Aloha, Häuser guten gebaut und Morgen. dann ist unsere Stadt abgebrannt. Wir sind pleite gegangen, aber es war ja auf Es Grüne. lag einfach an der Uhrzeit. Hallo, Es hallo. lag. Ja, Und das Wetter ist ja auch, Moin. ne? Ja. Ey, Ruhe jetzt, Marty. Ich will die Hallöchen. Taktiken weitergeben an mich. Ja, okay, ja. Die geheime Pizmeet-Vernichtungstaktik muss natürlich, die darf nicht gesagt werden, natürlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen, liebe Piz? Natürlich bis um halb sieben. Guten Easy game. Morgen. Nice. Oh, halb sieben. Hast du ja mal richtig gegönnt. Es ist Also ja, 10 quasi Uhr. ausschlafen. Gib mir noch 3 Stunden. Also ich muss auch vorher ein bisschen Anno trainieren, da muss ich mal ein bisschen reinklotzen. Oh, hast du ja schon gespielt, ein bisschen? Nee. Also, ja, gut, ein mit Vorteil Julius habe ich für so die ein bisschen Omen-Squad. Klötzchen bauen gespielt, ja. Okay, Ja, okay. vielleicht zählt das. Ach, Wir sind Minecraft. ja in Allo, glaube ich. Ist okay. Ja, Anno, Minecraft, man baut bei beiden Sachen, ne? Also ist ja fast dasselbe, basically. Ja. Ja, ich bin heute natürlich ein bisschen gebiased, ne? Ich bin natürlich ein kleines bisschen auf Seiten der Omen-Squad. Ja, das ist okay. Ich erkläre nochmal so ganz kurz, was Sache ist, ne? Für die Leute, die irgendwie neu reingekommen sind, hier die Zuschauer und so. Wir wollten diesen Stream ja schon mal machen, nur leider an dem Tag waren die Anno-Götter uns nicht hold und genau an dem Tag ist ein Update rausgekommen, was komplett den Multiplayer zerschossen hat. War richtiges Loser-Timing. Also, hey, holen wir den Stream jetzt einmal nach. Es ist Pizmeet versus Omen Squad und ich habe mir ein paar Gewinnbedingungen ausgedacht. Wir spielen jetzt 3 Stunden lang bis Punkt 13 Uhr. Dann wird auf Pause gehämmert und dann wird ausgezählt. Es gewinnt der mit der höchsten Einwohnerzahl, dem höchsten Kontostand und den meisten versenkten Schiffen. Also wenn man 2 von 3 hat oder 3 von 3, hat man gewonnen. Best of three. Ja, das ist Sache. Und ich selber Und spiele was nicht ist der mit. Ich Preis? selber bin mit auf der Karte. Der Preis ist Ehre. Ehre, Ah, Bruder. ja, okay. Ehre. Ehre ist der Wer Preis. dem nächsten Anno-Teil verewigt, wer gewinnt. Genau. Wow. Wobei, da müssen wir uns einen anderen Preis für Bram ausdenken. Der hat ja schon ein Item in Anno. Ja, aber noch nicht im Aber ich, also ich nächsten. habe auch noch keins. Also, ne, da ist auch Jules auch noch nicht. Also, wir haben da noch Potenzial. Oh, da würde ich mitmachen, ne? Das würde meinem kleinen Anno-Fangirl-Herz ja schon gefallen. So ist es nicht. Ja, ich. Genau, die Preise sind einfach nur Ehre und das ist es eigentlich auch schon. Für die Omen Squad gibt es noch ein paar Fun-Challenges. Immer wenn ihr eine Challenge macht, dann dürft ihr etwas verlosen. Die Fun-Challenges sind: Baue das Omen-Logo in die Stadt. Ich glaube, das schafft ihr. Lass es schneien. Wie genau das geht, werdet ihr, glaube ich, selber herausfinden. Werde zum Feuerwehrmann und finde die 7-Meilen-Stiefel. Die Anno-Profis denken sich jetzt: Ah, ich weiß, wie das funktioniert. Die anderen Leute denken sich jetzt so: Hä, what the fuck? Aber. Das wird die Omen-Squad selber herausfinden, da bin ich guter Dinge. Und das ist es eigentlich schon. Ich werde gleich ein Multiplayer-Spiel starten und ich selber hänge auch auf der Karte. Schick euch dann eine Einladung als Verbündeter und dann sehe ich eure Stats und werde das Ganze ein bisschen moderieren und von Zeit zu Zeit mal bei euch reinschneien und gucken, wie es läuft. Gut, dann heißt, wir gehen Das nach oben ist der im Plan, Channel das und ist ihr der bleibt hier, ja? Schlachtplan. Genau, am besten teilt sich jeder in den Channel auf. Wir können ja die beiden Ecken nehmen, die wir haben. Wunderbar. Dann viel Erfolg. Viel Ich Erfolg wünsche euch, euch genau. viel Gleichfalls, Spaß, ne? wenig Viel Erfolg. Spaß. Ja. So. Also, ihr habt gerade gehört, was wir machen. Mit dabei im Gegnerteam sind Hetchinski, Highscore Hero, Scizor und Asmugel. Für die machen wir das. Aber ihr habt die Möglichkeit, was zu gewinnen. Und zwar um 11 Uhr. Verlosen wir hier drin etwas für euch. Und zwar ein Omen Mindframe Prime Gaming Headset. Und um 12 Uhr verlosen wir, beziehungsweise der gute Sepp wird das dann machen, eine Ausgabe des offiziellen Anno 1800 Brettspiels. Erstmal hier auf Stumm schalten. Ja. Und ja. Das werden wir so machen. Damit ihr Bescheid wisst. Die allgemeinen Gewinnspielbedingungen sind diese hier.
Ja. Da muss nichts geklippt werden. Sepp macht die Auslosung nachher per, wie hieß das? Ja, hier Verlosung im Chat. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. So, also Highscore Heroes, Smoogle, Hatchinski und Scizor gegen Jules, Sebastian und meine Wenigkeit in Anno 1800. Die Inselgrößen, also ich kann ja eigentlich schon mal ins Spiel reingehen, ne? Voilà, jetzt sollte ich auch richtig... Ja, ja, kann schon ins Game. Ich glaube auch fast, wir warten nur noch auf dich im Team. Was? Ne, wir warten noch auf Sepp im Team. Ach, Sepp, ach, du bist das. Ah, okay. Ja. Ich war unsicher, wer diesen melodischen Spitznamen besitzt. Ja, was soll ich machen? Ist halt ein Account von weit vor Pizmi-Zeiten, ne? Da passiert sowas dann schon mal. Ja, meine auch, deswegen hat er auch einfach da diese ja, Zahlen-Kombo halt. Also wie man früher Accounts gemacht hat. Es sind 3 versus 4. Ja, das ist richtig. Aber das ist okay. Wir spielen nämlich, ihr seht es ja gerade, in 2 Teams. Also Team 1 ist raus. Matty wird keine Inseln claimen und so weiter, sondern ist nur rein als, wie hieß das nochmal, wenn einer nur zuguckt? Da gibt es ein englisches Wort für. Wie hieß denn das nochmal? Spectator! Genau! Als Spectator ist Matty nur mit dabei. Als Voyeur. Beobachter, Zuschauer, Voyeur, Ristin, genau. Ja. Und Team 3, aka die Windbeutel, ja, besteht aus Highscore Heroes, aus Smoogle, Hatchinski und Scizor. Das heißt, sie steuern zusammen ein Volk. Wir auf unserer Seite steuern auch ein Volk als die Marxisten. Das ist nicht ganz meine Form, aber hey, so what? So. Da fehlen noch ich habe tatsächlich noch nicht im Koop-Multiplayer gespielt. Jetzt bin ich jetzt auch noch gespannt. Was passiert. Ja, also wir können halt, wenn ich das Schiff anklicke und gehe nach Süden und du klickst das Schiff an, gehst nach Norden, dann ist einfach der letzte Befehl ist immer der genommen wird. Ja. Ah, das wird richtig schön verwirrend. Okay. Das ist richtig, richtig gut, weil dann können wir uns ein bisschen aufteilen. Nice. Genau, dann eins, was ich noch nicht weiß, ist, starten wir eigentlich mit einem Schiff oder starten wir Schiff. Kontor. Startet es ein Flaggschiff. Einstellungen stehen. Gut. Wie jeder weiß, auf jeder Map, oben links sind die besten Inseln. Echt? Ja, immer. Ist wie in der Karibik. Das wusste ich noch nicht. Ach, das weiß man noch nicht, aber ganz ehrlich, das ist auch echt fast drauf geschissen. Nee, wir brauchen eine richtig schöne große Insel, wo wir ballern können. Also wir brauchen Platz halt. Wir brauchen Platz halt, damit wir halt 1 Million von den geilen erstmal Standardbauern spawnen können, damit wir relativ schnell Schnaps machen können, Klamotten. Und dann exportieren, dann hoffen wir, dass wir eine Fahne des Friedens bekommen, so eine weiße Flagge bei einem der Händler. Und dann nehmen wir den Schnaps, den wir haben, schippern den zu den Piraten, verticken den da, werden somit halt innerhalb von den ersten 50 Minuten mit den Freunde, kaufen die Kanonen, bauen Schiffe mit Kanonen und fetzen die von der Map. Ey, dann machst du das und ich kümmere mich um alles andere. Um die Unterhaltung. Ich fange einfach mal mit dem Schiff an, ja? Ach, nur mit dem Schiff an, Du machst, ja, du machst hier. Ich komme nur dazu mit Jules. Ja, und ich werde direkt die Häuser bauen und danach konzentrieren wir uns auf die Holzarbeiten. Genau, mit 7 Holz von der Hütten. 7? Krass, ich hätte jetzt 4 gesagt zu Beginn. Aber gut. 7 Stück, damit wir genug Holz haben am Anfang, um halt Hütten zu spammen. Dann müssten noch 4 reichen, oder? Wenn du sagst 7, können wir 7. Ich. Einmal. Hä, wieso sind wir denn mit 4 gespawnt? Weiß ich nicht. Sind auch die NPCs, ne? Ja, aber es gibt 2 NPCs. Was? Die klauen uns bestimmt die Insel! Okay. Ist das eine coole Insel? Du bist eine scheiß Insel, oder? Ja, du bist nur so eine kleine. Naja, hat viel Berge, ne? Die ist klein. Ja. Rohstoffe sind auch fast egal. Wir brauchen nur Kartoffelfruchtbarkeit und. Was ist Getreide? Kartoffelgetreide hätten wir hier beides. Bist du groß? Die ist. Okay. Leben haben wir ja auch. Okay, Eisenöl. Ich würde sagen, die ist okay, oder? Ja, ich würde sagen, ist okay. Ja, ja. Ich meine, dafür, dass wir jetzt 3 Stunden Zeit haben und so, ich würde tatsächlich, also ne, für die Vorkommen, die hat, finde ich die voll okay. Also es gibt ja nur mittelgroße Inseln, dürft ihr nicht vergessen, wa? Ach echt, haben die keine großen Inseln eingestellt? Ja, dann lass die nehmen. Ja.
Und ich habe gerade Blau Schimpf überholt. Die hat auch Lehmgrube, weil ja. Die Lehmgruben hat die zwei. Zwei, hat ein bisschen Eisen. Okay. Bis Öl werden wir nicht kommen in der Zeit, also drauf geschissen. Also haben wir immerhin Kartoffeln, Getreide, ballern. Und wir sind auf der Nordseite der Insel, das ist auch nicht schlecht. Da ist der Weg. Ja, dann können wir nach oben noch exportieren. Wobei die NPC-Frau geht, glaube ich, in den Norden, wenn ich das richtig sehe. Aber hier ist das schon ganz gut. Hey, was ist da los? Wieso kann ich kein Konto bauen? Na, jetzt. Da ist doch. Da. Nice. So, ballern. Ballern. So. Holzfällerhütten. Da. Mal, ich baue schon mal die Baupläne für die Häuser. Und Co. Du kannst ja. Ja, warte, ich habe auch zwei gebaut, Warte. Ja, macht nichts, ist doch alles gut. Ja, einen reiß ich wieder ab, das ist definitiv sonst zu viel. Ich baue rechts die Stadt hin, ne? So, so, so. Ja. Ja, macht immer. Sind verbunden. Marktplatz. Wunderbar. Ja, so, das heißt, wenn wir sieben Dinger haben, brauchen wir sieben Brettergeschichten. Da können wir die hier zwischensetzen. Das wäre natürlich 10 von 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar. So, dann fangen wir an. So, was haben wir? Wir haben 10 Kanonen schon, wa? Wir gehen mal ganz kurz mit dem Schiff gucken, wo der... Oh, krass. Was wir noch so sehen. So, jetzt brauchen wir natürlich ein paar Leutchen. Naja, ich habe schon mal vorbereitet. Wenn ihr gerade nichts braucht, dann... Nee, mach Holz weg. Auf jeden Fall. Bau voll rein. Dreh den Marktplatz noch. Ja. So, du gehst darüber. So, du willst doch bestimmt das Pattern so halten, oder? Gedreht? Lol, wir haben beide gleichzeitig gedreht. Oh ja, dann dreh nochmal. Das dreh du nochmal. Du kannst auch direkt mit Straßen kopieren, ne? Das stimmt. Hätte man auch mit Straßen kopieren können, das ist ja absolut. Ja, ich mach die eben. Thema. Bram, mal eine doofe Frage. Wieso konnte ich gerade nicht drehen? Mittlere Maustaste. Hatte ich das nicht mal auf R gelegt auch? Na komm. Ach, scheiße. Moment, eins. Oh, ich baue mir gleich nochmal Holz, erst Holz. Was hast du denn noch Schauen gebaut? Ich habe auch direkt die Dings gebaut, die. Naja, dafür haben wir zu wenig Arbeiter, glaube ich. Die Sägewerke, ja. Die Sägewerke, ja. Oh, dadurch, dass wir zu wenig Leute haben, dauert das Bauen von dem Ding auch länger? So, wird aufgeforstet. Noch nicht da, die ersten fangen an. Wunderbar. Arbeitskraft, da kommen die ersten Holzblöcke. Chicky, chicky, chicky. Dann haben wir sofort vier Stück. Dann heißt, wenn wir vier Stück haben. Was bist du? Sag ich, wir hätten jetzt mit vier Stück anfangen sollen. Was hast du mit dem Frühstück anfangen sollen? Wir hätten mit vier Stück, glaube ich, erstmal anfangen sollen, mit vier, hier, ne? No. Du kannst hier aber auch sonst pausieren, ne? Mhm. Wobei, ne, ja. Der Baufortschritt ist doch, gegeben, ist doch okay. Ja, außerdem die ersten doch, sind ja schon, die ersten sind ja schon am Stiesel, da ja? Wir haben das erste Holz. Ja, ja genau, also das passt schon. So, und jetzt heißt es gleich hier, Leute ballern. Können wir nicht schon einstellen beim Händler, dass wir Holz kaufen? Das macht doch Sinn, oder? Ein Geschenk für uns direkt. Ja, ja, sicher. Kauf Holz. Was? Ja. Ja, kauf Holz. Ja. Kaufen! Nein, doch. Hier, kaufen. Ballern. Ich hab, ja, geil. Nice. Wobei, viel besser, wir kaufen natürlich Planken direkt. Können wir auch. Genau, ja. Die Bretter. Hoch. Segeln Sie hier hin. Ab geht's! Tun wir. Okay, unsere Nachbarin ist über uns. Ja. Die Bente Jorgensen. Auch eine ganz nette Insel.
Und die hat nur ein Leben, das ist schon mal scheiße, die Insel. Also zwei Leben ist, glaube ich, schon ganz gut für die nächste Tech-Stufe. Wir holen uns sofort auf jeden Fall erstmal das erste neues Gebäude ist freigeschaltet. Der Fische! Bleibt in der Holz? Ja, aber die brauchen wir noch nicht. Erstmal hier ein paar Mitarbeiter ballern. So, komm. Wir machen gleichzeitig noch die Quest. Haben wir 6000 sofort noch. Was gibt es dafür? Ja, da müssen wir was geben. Okay. Danke. Nice. So, rechts ist auf jeden Fall immer ein Händler. So, haben wir Holz. 8 Stück. Wunderbar. Das heißt, wir können hier nochmal aufdrehen. Und zwar du da und da und dahin. 6, 7, 8. Mit 8 meine ich natürlich 7 nur. So, gib uns Holz für mehr Mitarbeiter. Guck mal, wir haben 50 Bevölkerung und 50 Leute fehlen uns. Also Leute, jetzt einfach mal verdoppeln. So, da haben wir noch eine Insel. Wo bleibt denn der Händler? Gönn uns mal. Was ist denn da los? Ah, okay. Wir setzen einfach mal fort. Ich glaube, Matthias raus. Wir tun einfach mal so, als wenn uns das alles nicht tangiert. So, Holzer! Ja, also es geht ja weiter. Ich bin jetzt einfach alleine weiter, ohne alle. Ja, die anderen sind ja auch mit da drin. Egal. Ist ja egal. So, komm, da kommt jetzt das nächste Holzbrett an. Jawohl. Chad, ihr könnt aber die Holzbretter ein bisschen anfeuern hier, da die Pferdchen schneller laufen. Nicht genug Arbeitskraft. Sollen wir vielleicht erstmal trotzdem ein paar pausieren von denen, dass sie sich auf die anderen aufteilen? Oder meinst du, das passt so? Ja, also wir kriegen jetzt sofort... Ja, es mangelt an Arbeitskraft. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, Jules, ob du die... Nee? Ob du zwei auf 50% hast oder einen auf 100. So, die beiden können wir aber ganz... Ja. Da! Hütte! Gebaut. Würde ich jetzt frech behaupten. Okay. Leider! So, du holst ab. Beladen. Du rennst gerade. Stoppen. Ah, du rennst auch gerade. Abram macht das jetzt sogar noch besser. Er startet und stoppt da, wo die Ressourcen gerade sind. Das ist smart. Stoppen. Also das ist First Level Support bei Bram hier. Wir versuchen das Beste rauszumachen, gell? So, komm. Am Hotton Fort mangelt es an Bauern Arbeitskraft. Wir sind am Hotton Fort, geil. Hallo! Ich wollte mal fragen, wie das läuft. Bei der Omen Squad läuft es interessant. Wir haben jetzt gleich die ersten zwei Kriegsschiffe und ab dann kommen die nicht mehr aus ihrer Base raus. Das ist so der Plan. Nur zur Info. Ja, ja, das klingt nach Spaß auf jeden Fall. Ich habe gerade die tolle Sache, dass mein Anno gerade gecrashed ist. Ja, das haben wir mitbekommen. Ja. Kommst du wieder rein? Und ich guck mal, ob ich wieder reinkomme hier. Ist das? Ich glaube, das ist das hier. Ich versuche es einmal zu laden. Ich dachte schon. Das wäre cool. Ich glaube aber, man muss die Lobby neu machen, wenn einer raus ist. Ja, ich hoffe nicht. Ich gucke mal, ob ich nachjoinen kann. Das wäre sonst voll blöd, aber bau das mal weiter und so. Ja, ja. Bauen weiter. Das müssen wir gleich einmal speichern. Ich bin auch gleich mal bei euch vorbei, ne? Ich muss halt nur mal gerade Game neu starten und so. Ja. Oh. Easy. So, das Emporium Exotik haben wir schon mal. Oh, da bin ich wieder. Wunderbar. So, nice, nur zur Info. Unten rechts sind die Dinger. Der Händler wo seid ihr denn auf der Karte? Noch ganz kurz als Frage. Von der Mitte direkt nach links. Dankeschön. Dann bis gleich. Tschö. Gleich. Bis gleich. So, die Arbeitskraft wird jetzt besser. Da nochmal zwei. Direkt wieder das nächste Hütchen bauen. Immer gibt drin. Ihr dann immer Quests, ne, die man machen kann für Geld? Ja, genau. Waren. Also nicht immer für Geld. Also was ich sagen kann, ist, die Escort-Missionen sind immer beschissen, nur zur Info, ja. Weil die meistens durch das Piratengebiet irgendwie gehen und das ist dann halt immer irgendwie Kackes. Ja, du darfst halt dein Schiff auch nicht verlieren, ne? Das wäre richtig... Genau. Die cancel ich dir mal ganz kurz. Da bauen wir nämlich gleich die Kapelle rein. So, komm. Es wird mehrere Mitarbeiter... Nee, noch nicht, aber wir arbeiten ja dran. Ah. So. Kriegen wir 100% wieder, wenn wir abreißen? Weißt du das? Oh, ist gar nicht drauf geachtet, das wäre wichtig. Genau für den Fall halt, so wie du gerade meintest, nee, dann bauen wir da nicht, weil dann bauen wir ja die Kirche dahin. Da müssten wir ein bisschen besser gucken. Moment, können wir gleich fragen. Kann die Option noch mal gucken, was da, ne? Jules, bauen wir irgendeiner kurz die Hütten so lange? Ja, mach ich. Oder machst du, ja.
Dann können wir ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht. Irgendwo in irgendeinem Menü kann man das bestimmt finden. Was die Startsachen waren. Bilanz, Einfluss auf keinen Fall. Das Aufgabenbuch auch nicht. Ja, alle Benachrichtigungen löschen. Das Event hat ein Zeitlimit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zwar bis um 13 Uhr sharp. Oh, was haben wir denn da für eine Quest? Ich brauche einen. Oh, wir kriegen einen Schieber. Eine Abholaufgabe. Die nehmen wir. Frachtverlangsamung ist aber auch gut. Ja. Die holen wir uns direkt. Kann man hier wohl nochmal nachgucken? Lieber Chat, wisst ihr das, wo man die Regeln sich angucken kann? So. Wir könnten jetzt auch schon einen Fischer bauen. Das macht doch Sinn, oder? Für Fisch kriegen wir 3 Bauern. Doch, du hast, du hast absolut recht. Und Fisch kostet nicht viel Holz. Wir fangen mal. Moment, bevor du das am Max. Wir haben nicht so viel Küste. Ja, okay. Wir haben doch rechts komplett Küste. Ja, aber wofür den. Das ja, nee, aber. Ja, am Anfang hast du hier auf jeden Fall das Stück für die ersten. Aber rechts haben wir halt auch noch. Für später. Ja, geil, da passt noch einer. Ja, Fisch können wir auch gut verkaufen dann. So, Moment, lass mich ganz kurz gucken. Verdammt, was war die Taste? Ist es P? Oh ne, Entschuldigung. Hä? Hey. Pipi-Pause. Wo wart? Oder I? Oder I? Für Produktion, I weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Oder L? Das war auf jeden Fall rechts auf der Seite doch, oder? Da ist es. Okay, Lager, alles zusammen. Wie viel brauchen wir? Alle Inseln, Konsumgüter. Wir brauchen in der Produktion. Wir brauchen 4 Fischerhütten. Warum? Für 100.000 Leute oder was? Nee, um das, was wir aktuell haben, vernünftig zu. Ah. Welche Taste brauchst du jetzt dafür? Auf dem Konto klicken rechts. Ich habe tatsächlich nicht geguckt. Statistiken. Ich finde das Lagerhaus, raus. Lagerhaus brauchen wir 10 Holz für. Die haben wir noch nicht, aber das macht nichts. Haben wir noch irgendwo Küste? Da nicht, da unten, da nur rechts. Okay, wir brauchen 10 Holz. Lassen wir mal ganz kurz für ein zweites Lagerhaus. Ja. Okay, nein. Das waren wir nicht. Also ich war zumindest nicht. Ja, komm. Ich war es auch nicht. Wir haben fast 10 Holz. Komm. Jetzt fängt es langsam an. Jetzt, wo die ein bisschen Upgrade. Essen haben, die Bauern. Siehst du, und jetzt machen wir nämlich sofort. Oh ja, ja, es ist gut, Mann. Highschool das Spiel verlassen, okay. Der erste hat aufgegeben, Jungs, wir liegen gut im. Oh, guck mal, der nächste hat aufgegeben. Scissor ist raus, okay. Okay. Also, die können auch einfach sagen, dass sie aufgeben wollen. Ich denke auch. Machen wir neu, jetzt fliegen gerade alle raus. Die haben bestimmt unsere Insel gesehen und gesagt, krass, wie kann das sein, dass die zu dritt das Spiel so verlassen. Krass kooperieren? Das war echt eine gute Idee, ja. Ja, wir haben mal pausiert, wir gehen mal in einen Channel. Wir haben das Spiel pausiert, ja. Gerade auch nochmal. Hey, wir sind schon da, wir haben mal pausiert. Ach, ihr seid schon da, super. Ich muss euch gerade mal neu einladen und neu starten, weil Anno mich rausgeworfen hat. Aber wir müssen die Session nicht neu starten. Der Fortschritt dürfte jetzt gespeichert sein. Auf einmal war es 3 Uhr. Okay, das heißt, wir müssen neu rein, okay. Gut, genau, geht einmal kurz raus, ich lade euch nochmal ein und dann sind wir aber wieder am selben Spielstand wie vorher. Ja. Aus irgendwelchen Gründen ist Anno gerade zweimal gecrashed bei mir. Ja. Ich weiß nicht warum, das ist einfach mein Glück anscheinend mit Anno. Also, nur für die anderen, wir sind gerade auf die 5000 Einwohner hoch. Ja, haben wir gesehen. Das ist sehr sympathisch. Wir sind schon bei 7000. Nee, das wart ihr nicht. Ihr hattet gerade erst die Fischerhütte gebaut, habe ich gesehen. Wenn wir das schon hätten, wäre gut gewesen. Wir importieren den Fisch. Den brauchen wir nicht selber anbauen. Mit welchem Boot denn? Was? Mit welchem Boot importiert ihr das? Na, mit dem einen, was wir haben. Verraten wir nicht. Achso. Er ist stark. Habt ihr etwa noch kein Boot zum Handeln? Nee, leider nicht. Wir haben nur Kriegsschiffe. Ja, wir haben wir haben 4 von den Linienschiffen. Was? Dieser Öltanker ist einfach unnötig. Ja, genau. So, ich habe euch gerade alle nochmal neu eingeladen. Mir ist auch aufgefallen, ich habe euch in der neuen Welt noch nicht gesehen. Kommt ihr noch? Wir müssen noch mal eine schicken, weil bisher habe ich keine Einladung bekommen. Ja, macht ihr immer neue Welt. Ich chill währenddessen in den Besern, ne? Also... Ja, aber im Besser ist nicht so geil, wie jeder Anno Pro natürlich weiß, um die Einwohnerzahl zu pushen. Ja, wobei, Gelehrte, ne? Ja, Gelehrte. Damit kommst du nicht bis 1.
Mit dem Micromanagement, was du ein besser brauchst. Habt ihr meine Einladung angenommen? Ja, ich bin drin. Ich habe noch keine bekommen, Matti. Ich habe keine, müssen wir eine schicken. Ja, ihr werdet bei mir noch nicht angezeigt. Ich wurde entfernt. Ich lade euch nochmal an. Halt, Moment. Ich wurde auch entfernt. Ja, so jetzt gerade, jetzt habe ich euch gerade nochmal eingeladen. Hey, das sieht gut aus. Und Melodia ist drin. Ja. Sepp ist drin. Kesselmark ist drin, Julian fehlt noch. Ich habe immer noch keine Ahnung bekommen, tatsächlich. Ich kann schon mal ganz neu starten. Drück mal Shift F2, Julian. Jetzt kann ich dich nicht einladen. Nee, auch da habe ich keine in dem Hub drin. Also nee, du kriegst keine Einladung. Du musst dann auf Freunde gehen und da, wo Matti steht... Ja, Spiel einladen. Shift F2. Ah, drücken. Guck mal, das habe ich jetzt aber bekommen. Das von, ja, macht er nicht. Ich weiß. Rahmen. Spannend, ja. Spannend. Von Matti, die Einladung würde ich auch nicht annehmen. Jetzt müssen wir uns einfach auch reinklicken. Ja, du, das kann ich nachvollziehen. Ich bin so ein Loser, mein Game crasht hier einfach, ne? Also ist ja wirklich, nee, aber du bist für den... Nicht deswegen, das kann jedem passieren, ja? Du bist für den Ohm-Squad, deswegen. Und ja? Warum zur Hölle kann ich jetzt nicht starten, liebes Anno? Easy. Wir hätten 1,5 Millionen, also wenn wir hier stoppen, ist okay. Kinder, Anno ist verwirrt. Habt ihr was dagegen, wenn ich neu starte? Dann haben wir 2 Stunden Zeit. I'm sorry, aber ja, Anno ist kann das sein verwirrt. Wegen der DLCs? Nee, ich kann die DLCs gerade nicht rausnehmen. Ich hatte sie halt eigentlich deaktiviert. Anno ist gerade ein bisschen verwirrt anscheinend hier. Ich glaube, das muss man vor einer Join deaktiviert. Ich kick euch alle nochmal raus. Einen Moment. Ja, ich glaube, das musst du machen, bevor du neu startest. Das ist ja... Weil 2 Leute haben nämlich die DLCs nicht, die du aktiviert hast. Und Sache ist die, ich hatte die DLCs halt extra nicht aktiviert. Ich wundere mich gerade sehr, warum sie drin sind. Ja, guck mal, da ist am besten ja gar nicht dabei. Ja, ne? Kinnas, lasst einmal neu starten, okay? Das dann ist hier irgendwie, Anno möchte was? Nicht, starten wir einmal neu. So es tut mir sehr so leid. Waren wir. Oh, ich weiß, euer Progress war voll gut, Mann. I'm so sorry. Alles gut, es das tut passiert. Mir wirklich leid. Passiert. Anno hat seine 5 Minuten anscheinend. Also wenn hier. Ihr nur so gewinnen könnt, auch okay. Wir haben da nichts gegen. Guck mal. Ne, das ist der kleine Vorsprung, ne, für die armen Leute, die sonst zerquetscht werden. Welcher von euch das jetzt ist, könnt ihr euch selber aussuchen. Asmugel. Hast du schon wieder neu eingeladen? Bitte? Ich lade jetzt gerade ein, gerade erstmal die oben Leute. Und dann die Resende, ja. So, jetzt euch 3, zack. Oh, wir sind die Freien. Und zack. Oh, wir waren die Marxisten, die Freien, aber voll ja. Gut. Wir sind die Komponisten, ja, wir haben ja verloren. Wir sehen, aber wir brauchen ich meine, ich kann euch auch Volkes. Eine schwere KI mit reinsetzen, so ist nicht, ne? Ja, alles gut. Nein. Mann, das können wir auch machen. Nein. So, ich stelle euch mal noch die Fruchtbarkeiten auf spärlich. Hier so, was? Alles auf schwer natürlich. Mhm. What? Auf spärlich? Einkommen alles auf gering. Bitte? Okay. Der ist auch schon so. Ah, so. Genau. Zwischenfälle in der Stadt natürlich auf hoch, klar. Das sind nicht und unsere Trainingskurse. Keinerlei Startkapital. So, let's go. Let's go. Nein, ich habe alles so, ich habe natürlich alles so eingestellt wie vorher und von mir aus kann es losgehen. Kesselmark und Melodia müssen noch starten. Ja, ey, tut ja, mir wirklich leid. Anno alles gut. Thema. Gar kein Problem. Aber jetzt wir gehen runter. Nochmal von vorne. Das gerade war Trainingsrum. So, jetzt machen wir das. Ja, schaukeln wir easy. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir nochmal eine Insel bekommen, die direkt Kartoffeln und Getreide hat. Ja. Und ich würde fast sagen, wenn es ein bisschen schneller geht, erstmal nur 4 Holzhütten bauen, oder? Was reicht ja easy für den Anfang. Naja, du hast am Anfang immer den Delay drin, wa? Also ich glaube, du überschätzt das, was da von oh, die sind im Sprachchat. Nice, ich kann denen zuhören. Ja. Ich hab gerade alle gemutet. Haben gemastert. Ja, ab dafür. Ab nach links. Immer nach links. Komm schon, gib uns wieder direkt eine Insel. Hätten schön einen richtig, mit... einen richtig guten Start, muss ich sagen. Also wenn wir es genauso ballern... Ram und Jules machen die Produktion, ich mach die Hütchen. Oh, was haben wir? Oh, nice, guck mal, hier haben wir direkt beides. Und 3 Lehm? Oh, die Insel muss entweder groß sein oh, oder ja, scheiße. Die sieht nice aus. Nee, ja. Lass die nehmen, die ist gut. Die ist ja, gut, wir rennen, ist gut, wir ja. Rennen. Ja, wir bauen den weißt du, die sagen, hin. Jetzt schon geilerer Start als eben. Warte mal, ich mach das mal aus, das ist ja räudig hier. Wer redet denn hier? Jetzt mute dich doch mal. Nachbarinsel, ach, dann haben wir auch. Okay, aber guck mal, die Nachbarinsel ist lange nicht so geil wie unsere. Nee, die hat viel mehr Berge und komm, fiese Gas. Küste, die hat keine... Fahr schneller! Eine Insel mit 2 Bergen.
Und die hat halt oben und unten zum Andocken. Und wenn keiner auf die obere geht, können wir die immer noch mitsnaggen. So, wunderbar. Okay, Jules, pass auf, ich gehe deinem Wunsch nach. Wir bauen erst 4. Schön symmetrisch. Das im ersten Anlauf immer. Scheiße. Ah, nicht ganz. Hm? So. Sah so symmetrisch aus. Okay. Dann, ja. Dann baut mal euer Dorf. Ein Handelsabkommen geschlossen. Okay. Moment, die zocke ich dir nochmal. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Natürlich sind die direkt eine Allianz eingegangen. Aha, ich dachte, sie ist unparteiisch, die Matti. So, ja, Moment, Jules. Das, was du da gerade gemacht hast, musst du drauf aufpassen ein bisschen. Kannst du nicht zwangsläufig tun, weil... Ja. Wenn du nämlich im Zweifel das Problem hast, dass du in den Radius der Holzfällerhütten reinkommst, dann musst du vorher abchecken, ob du auf 100% bleibst. Ja. Aber das macht gar nichts. Wir stellen die einfach kurz davor. Ja. Wie lange brauchen die denn noch hier, um zu bauen? Wo bauen wir denn? Ach, da bauen wir das Dorf hin. Okay, okay, okay. Wunderbar. Und dann ballern, oder was? Immer ballern. Nee, nee, wer hat die Straße gebaut? Da kommt keine Straße. Wieder wegmachen. Ich kann ihn wegmachen. Da kommt keine Straße hin. Ja, lass bitte dann, also wenn einer dann das baut, dann nicht doppelt bauen. Okay, easy. Du hast die Straße ein Feld zu wenig gebaut, glaube ich. Warte, ja, das wollte ich immer noch gucken. Naja, es passt. Kommt noch ein Häuser hinter. Nee, wenn du da die Häuser hinter setzt, nicht. Da siehst du. Ach verdammt, du hast recht. Das wollte ich gerade auch machen. So, okay. Das heißt, das Schiff ist leer. Fahren. So, hier. Aus. Was ist denn hier aus, unter uns? Warte mal, was ist das? Oh, aus. Bente Jorgensen hat noch keine Insel gefunden. So, die arme Bente. Links. Komm, gib Gas, aufforsten. So Matti kommt zu uns, okay. So. Haben wir schon hier in der Diplomatie Matti gefunden? Verträge. Da, nicht Angriffspakt erbitten. Das ist aber okay. Oh shit, wir brauchen natürlich direkt hier. Ja. Kaufen. Ach, haben wir schon eingestellt sogar. Mein Gott, richtig gut. Ja. Guck mal, geil, haben sogar eine Allianz diesmal. Da fahren die ersten. Fahrt! Go, Holz Power Ranger! Pass auf, dann gehen wir jetzt zuerst auf die untere Insel und zerbomben die mit... Oh, hallo! Hi, na, wer wird hier zerbombt? Was? Nee, niemand. Wir bauen gerade Holz ab. Das wollte ich sagen. Krass, ja. Wir haben sogar schon plus Belegschaft. Mhm. Das hatten wir vorhin nicht. Also das haben wir besser. Ja, aber diesmal habe ich hab die Hütten abgebaut. Wir haben ja nur 4 Holzhütten dieses Mal. Ja, jetzt also haben wir noch zu wenig Holzhütten. Also das müssen wir mal bauen wir jetzt sagen, ja, das sieht bei beiden Seiten sehr viel besser aus als letztes Mal fürs Erste. Also bei uns lief es eigentlich sehr gut. Ja, bei euch konnte ich leider nicht gucken, weil mein Spiel gecrashed ist, bevor ich die Gelegenheit hatte. Ich bin mir sicher, ja, dann kannst du ja gar nicht sagen, und Kriegsschiffe, ne? Hier wird wieder geleakt, Alter. Nee, aber sieht, die Sechserkästchen baue ich auch immer. Das ist so der Klassiker, ne? Ich glaube, da habe ich den oben Leuten auch beigebracht. So, seitdem. Das ist auch, ja, ist. So, es ist halt echt ein Klassiker. 1400? So, und was ist gerade der Plan? Wie wird es als nächstes ausgebaut? Wird schon die nächste Insel gescoutet? Wir sind schon unterwegs mit dem Schiff. Ah ja. Wir gehen jetzt sofort auf die nächste Insel. Wir müssen jetzt erstmal die Händler abchecken. Für Quest. Den ersten haben wir jetzt. War es das kein Händler drauf? Das klingt nach einem soliden Plan. Weitermachen und wir sehen uns. Jo. Ah, da ist noch kein Händler drauf. Kein Händler drauf. Ja, der wird hier irgendwo in der Nähe sitzen. So, dann haben wir 6 Holzfällerhütten. Kriegen wir da noch eine hin? Das wäre 10 von 10 Premium. Nee, das wird nix. Scheiße, das heißt, wir müssen die hier hinsetzen. So, das heißt, du und die große mittlere Insel rechts ist noch frei. Ich weiß nicht, ob wir da schnell hinsnaggen können. Ja, dafür... Oh, ah, stimmt, Starvester. Klingt ja besser irgendwie ein Möbelstück aus Ikea oder so.
Oh, wir haben eine Quest angenommen. Habt ihr die gerade direkt angenommen? Die habe ich direkt angenommen. Sehr gut. Das sind wir 6000. Lol, die wir dadurch, dass wir mit Matti verbündet sind, haben wir jetzt auch deren Insel schon gesehen. Was braucht okay, man nochmal nice. Für ein Kontor? Dafür brauchst du doch Stahlträger, oder? Ja. Ja. Kaufen. Ich weiß aber nicht, wie viele. Wir wollen immer so 30 haben. Die haben ja eine richtig crazy Baustrategie auch. Wo sind das, die im Süden oder was? Ja. Ja, im Süden sind die. Wobei im ersten Mal würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall schon mehr Baumannhütchen. Ja, weil die denen noch immer. Die haben ein Lager gebaut. Was haben sie da für eine lustige Mühle gebaut, da unten rechts auf ihrer Insel? Naja. So. Dann. 1, 2, oh, die drei. Bauen schon Fischerhütten. Eins, wir auch. Fischerhütten bauen? Ja, nice. 3. Zack. 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 Hoppala. Korrigieren wir sofort. Max Radius für einen Marktplatz. Nice. Okay, das müssen wir sofort mal korrigieren. Und zwar, ihr müsst weg. Ihr auch. Nein, geh weg. 8 Stahlträger brauchen wir für ein Kontor. Ich habe schon Dings angefragt. 30 also. Eingestellt. Ja, damit können wir ein paar Inseln bauen. Oh, das habe ich falsch gemacht. Das hab ich aber falsch Bram, gemacht. Lass mich das doch machen, dann kümmere du dich um die Produktion. Ich mach was mit der Stadt. So, wir müssen auf jeden Fall. Oh, Holz. Ja. Wir brauchen Holz für ein Lagerhaus. Was hast du? Archibald. Ne, du bist nicht Archibald. Wir brauchen 10 Holz jetzt. Wir brauchen ein verkacktes Ding. Viele Transporter laden verzögert. Ja, genau, deswegen. Ja. Wunderbar. Ich glaube, die Bente flirtet mit uns, kann das sein? Naja. Die Bente findet Bock. Uns, glaube ich, hot. Ich finde uns nice, ich merke schon. Ja, aber guck mal, wir sind ein richtiges Dorf. Voll das Dorf. Darf ich bauen oder braucht ihr Holz noch? Ne, wir brauchen 10 Holz gerade. Okay. Also call da gerne und dann mit 10 Holz. 2 Holz noch. Und die schränken sich aber mit ihrer Stadt direkt übelst ein auf der Insel. Also die Insel, die die haben, ist auch nicht nice. Die haben wenig Platz. Mhm, stimmt. Mach das letzte Holz, Alter. Ein Holz noch, Alter, komm. Hast du die Fischerdinger jetzt abgerissen für das Holz, oder was? Ich hab die nicht abgerissen, ich hab die umgesetzt. Die sollen oben nicht an dem Ding stehen, damit die nicht die ganze Zeit blockieren. Ach, so, dass sich belasten, ja. So. Das macht voll Sinn. Aber ich glaube, das Konto weiter links zu setzen, macht auch Sinn. Oder willst du es fürs Leben noch mit dran haben? Das Konto weiter links? Also das Lagerhaus. Eins reicht nicht für die Fischerhütten. Achso. Ich hab's gebaut. So, dann sind wir jetzt bei 6, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nur. Und wir haben nur 4 davon. Ein Hütchen, ne? 6 haben wir davon. Ja, das Gute ist, wir können aber auch gleich Fische verkaufen, wenn wir da genug von haben. Ja, die haben wir ja nicht. Das dauert. Ja, gleich, das dauert ja noch. Ich meine, ne, hier. Auf lange Sicht gesehen. Zukunftsinvestition. Weg. Baut ab. 2 Dinger. Jetzt brauchen wir Einwohner. Einwohner durch Fische und durch Dings. Jetzt könnte man ja probieren, das perfekt zu timen immer, wa? So, gucken wir mal ganz kurz. Aktuell bräuchten wir für die Dinger, die wir haben, eine Fischerhütte. Dann mal pausier einfach eine, oder? Nee, kannst du ja laufen lassen. Aber das heißt, wir bauen jetzt so lange Häuser, bis wir 4 Dinger bauen. Genau. Okay. Ah. Na komm, Fucktransporter. Fehlende Waren. Wieso hast du fehlende Waren? Du fährst. Lol, du kommst nicht bis dahin. Jetzt sind wir bei Plus-Leuten.
Wer hat Spiel angehalten? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja. So. Du? Ja. Wunderbar. Wie sagt das Segelwerk? Fehlende Waren. Müssen wir da irgendwie den Weg noch anders bauen, damit die besser da hinkommen? Der war nicht lang genug, der war der Weg. Und die, also pass auf, die, das eine Segelwerk hat fehlende Waren gehabt, aus dem Grund, weil der nicht abbauen konnte, wegen dem Dings, was wir haben, wegen dem fehlenden Holz. Die Hütte hier rechts, irgendwie konnte man kann irgendwie gucken, was der andere guckt. Ich würde ein Wirtshaus gleich mal bauen. Ja, wir müssen auch mal raus, kein, unsere... Wirtshaus bringt nur Geld, war nur zur Info. Unzufrieden. Aber warum sind die Leute so unzufrieden? Weil kein Bier. Weil kein Schnaps. Ihrem Volk gefällt die Kargheit ihrer Stadt nicht. Ja, und du hast recht, genau. Und auch weil kein Bier da ist und auch keine Klamotten. Okay. Und mit Bier meint ihr Schnaps, hoffe ich doch. Also als nächstes bauen wir Arbeitsklamotten, ne? Weil damit kriegen wir wieder mehr Peoples, ne? Ja, aber wir haben auch 34 plus, jetzt könnte man schon anfangen mit zu produzieren, oder? Ja, wir haben 34 plus. So, und deswegen bauen wir jetzt erst nochmal, wie du siehst, also du kannst schon mal anfangen, wenn du willst, gar kein Problem, aber wir bauen auf jeden Fall... Blaupause. Nochmal. Erstmal. 1, 2, 3. Du kommst hier in die Mitte. 1... Da kommt 2, 3. Und also langsam wird's, ne? Die Holzplatten rollen ein. Sehr schön. Warum? Was ist denn? Wenn du den Baupausenmodus machst, dann kriege ich den auch automatisch? Hä? Ah, okay. That's strange. So. Echt? Verhältnis war 1 zu 1, so, ja. Wie viele brauchen wir? Gucken wir direkt mal nach. Wir brauchen. Ich baue gerade schon. Einen einzigen Kreislauf brauchen wir. Okay. Kannst du auch bauen jetzt schon. Okay. Weil du hast ihn nur als Bauplause. Ja. Blaupause, so rum. Was hast du? Nice. Auto, wo bist du? Okay. Da. Läuft. Ab zu Archibald. So, wunderbar. Schnaps brauchen wir dann auch. Ja. Dafür brauchen wir... auch eine aktuell. Eine brauchen wir. Gerade. Aber das wird sicher noch... Noch mal ein paar mehr Häuser. Ah, machst du gerade. Okay. Wir brauchen mehr Arbeitskraft so langsam. Ah, das Wirtshaus ist das nächste mit 10 Holz. Ja. So, und wir kaufen gerade noch Holz. Denk doch noch, eine Feuerwache zu bauen. Ja, das ist jetzt noch alles. Damit hier nichts abfackelt. Na, am Anfang ist das nicht so dramatisch. Also, mir ist auch schon zu Anfang irgendwie die ganze Wohnsiedlung abgefackelt. Echt? Ja, klar. Achso, sorry. Ach, mal so langsam werden die auch zufriedener, unsere Bauern, ist doch schön. Ne, wir können auch weiter ausbauen. Ich, nee, brauchst du ja nur. Hilft ja nicht. Hilft uns ja gerade nicht, ist ja nur Rohstoffe gebunden. Ich meine, wenn du in die Produktionsstatistik guckst, wir brauchen halt eine. Wir haben Nachfrage für einmal. Also dann baue ich Schnaps noch weiter. Für einen Schnaps, wir brauchen einen Weberei und einmal Fische nur bisher. Schnaps haben wir auch noch nicht gebaut, ne? Ich Schnaps hier hinten. Nee, haben wir nicht gebaut. So, gib mir Holz, handeln. Danke, ab dafür. So. Ach, Schnaps braucht Feld, ne? Schnaps braucht so ein Kartoffelfeld, ja. Stahlträger haben wir auch. Also entweder haben unsere Gegners noch irgendwo anders ein Vorkommen, bisher mehr als ihre 4 Holzhütten haben sie noch nicht gebaut. Und auch ansonsten sieht ihre Insel sehr karg aus. Ja. Ich glaube, wir sind gut dabei. Na gut. Wir ballern auf jeden Fall jetzt hier hoch.
Ich habe jetzt nochmal schon mal die erste Brennerei gebaut, dann können wir wahrscheinlich... Ah, du hast schon Bierstand auch gebaut, nice. Ja, wir haben alles. Sobald jetzt Schnaps und Arbeiter, also sobald die Arbeitskleidung jetzt gleich da ist, von der Weberei, die jetzt gerade losgeht, können wir tacken. Dafür brauchen wir nur Holz. Und das haben wir jetzt gerade 27. Das trudelt gerade rein wie die Drecksau, ja, oder? So, nice. Das heißt, ihr brauchen wir noch, ihr. Das ist die Quest gerade, kann die mal jemand machen in der Stadt? Moment, ja klar, mach ich. Finden Sie den Ehemann des Bauern? Ja, krieg ich hin. Brauchen wir mehr Alkohol oder bleiben wir auf dem Level? Wir brauchen eins. Zwei Stück. Ja, du kannst beides schon auf zwei Fabriken hochgehen. Also sowohl Weberei als auch Schnaps. Was ist das denn hier? So, da kommt die Weberei. Boah, unsere Insel ist aber am florieren, Leute. Hör mal, immer mehr Arbeitskraft. Wieso kriege ich kein Kartoffelfeld hier hin? Ach, ich bin im Blaupause-Modus. Moin, ey. Was sagt das doch, ey? So. Und so. Haben wir da noch... Nein, nicht abbauen. Hier noch. Weißt du nicht, dass man die Felder auch noch einzeln upgraden muss? Blaupause-Modus. So. Wer stellt denn da Ornamente hin? Das war Sepp. Ey, das kostet Geld, Jules! Ich fand das schön. Oh Gott. Also bis jetzt sieht es ziemlich gleich aus, würde ich sagen. Ja. Echt? In welcher Welt? Wie kann das denn sein? Also, die haben doch nichts. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch so kurz vor den ersten Siedlern, von dem, was ich sehe? Ja, ja, ne? Wenn du noch ungefähr 20 Sekunden wartest, dann sind wir drin. Dann sind Weil wir das wäre jetzt so der erste Meilenstein, ne? Wer von beiden erreicht als erster die zweite Stufe? Ja. Verstehe ich. Und habt ihr schon eine zweite Insel im Blick? In die ihr euch verguckt habt? Ja, Mitte rechts hier. Oder brauchen wir... Ah, wir brauchen eigentlich einmal Vorkommen, ne? Du das weg. Genau, wir brauchen noch Vorkommen, aber... Paprika ist über uns, rechts. Ja. Ich hatte... Also ein Kontor ist mit Stahlträgern, oder? Ja, 8 Stahlträger. Hat der Chat vorhin geschrieben. Wir haben 2, ja. So, wie sieht aus? Das Leben ist in Ordnung. Mach voll die Butze. Was ist los? Haben wir zu wenig. Wir haben zu wenig Fisch, sehe ich das richtig? Moment, gucken wir schnell nach. Nö, wir müssen nicht genug haben. Nein, wir brauchen. Doch, Moment. Fisch! Wir brauchen noch 2 Fische. Ne, Moment, wir brauchen nicht 2 Fische. Die Nachfrage, alles gut. Kompletter Bullshit. Wir brauchen nicht 2 Fische, wir sind feini. Ich fühle mich taubisch. An welchem Ding siehst du, was wir brauchen? Du klickst einfach oben in den Produktionstab. Produktion? Ja, und dann steht oben im Blau, steht, was du produzierst, in Grün, was du brauchst. Okay, also unten steht 4 Fische. Ja, jetzt dürften da gleich mehr stehen. Okay. Wo ist Archibald? Achso, Archibald ist ja genau neben uns, stimmt. Das heißt aber, wir brauchen gerade nicht mehr Alkohol, richtig? Ich weiß gar nicht. Weißt du, einer, lieber Chat, könnt ihr mir mal ganz kurz sagen, was der Shortcut ist für das Produktionsmenü? Das fuckt mich gerade irgendwie ein bisschen ab, dass ich das nicht weiß. Ja, nervt mich auch. Nein, umgekehrt. Also unten steht das, was wir haben, und oben steht das, was wir brauchen. Also grün ist, was wir haben, und blau ist, was wir brauchen. Das heißt, wir haben jetzt einen Fisch zu viel, theoretisch. Bei Kartoffeln haben wir genug, wir haben bei Schnaps können wir noch haben wir einen bauen. Ein bisschen zu viel. Schnaps haben wir ein bisschen zu viel. Ja, aber jetzt gleich nicht mehr. Jetzt gleich wird die Produktion schlagartig steigen, weil wir jetzt sofort einen Zivilisationssprung machen. Ja, schon alles vorbereitet. Klamotten kopiere ich auch schon mal. Komm. 97%. 98%.
Give it to me. Give it to me, baby. Okay, die vier nehmen wir noch. Komm. Rüste auf. Rüste auf. Komm schon. Ich will jetzt. Was ist denn hier los? 99%. Gib jetzt. Genau. Gib. Jawohl. Nice. Gucken wir uns bei den anderen. Nee, haben die noch nicht. Das heißt, das Ding haben wir schon mal sicher. Okay, Lehm. Verhältnis 1 zu 2. Wir brauchen nur eine Lehmgrube am Anfang. Die ist nämlich zu krass. Okay. Die kannst du unten beim Fischchen bauen, oder? Da ist ja, auch, damit würde ich sagen, der Punkt für Stufe Nummer 2 geht an euch. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Die ersten Siedlerhäuschen, aber es ist ziemlich knapp. Also die Squad ist recht nah dran. Ich jump also einmal gerade wieder rüber zu der Truppe. Ja, aber so Bedürfnisse und so müssen wir ja, schon erfüllt auch haben. Schon ich gehe einmal nachlauschen. Oh, warte mal, wieso können wir... Okay, wir brauchen Holz. Ich brauche mal eben Holz von euch. Also ja, Moment, ich baue nicht für mehr. Für Lehm. Und 12 Holz, ja. Was? So, kurz Holz, warten. Ja. Ne, du brauchst eine Lehmgrube und 2 Ziegeleien, waren nur zur Info. Also brauchst du 16, 20 Holz. Ja, ja, aber für, da das erstmal losgeht. Die kannst du direkt dran setzen, ist der Weg, der Arbeitsweg nicht so weit. Also pass auf, no joke, wenn du die so stellst. Aber der Weg zum Konto ist doch wichtiger, oder nicht? Nee, die Lehmgrube produziert schneller als die Ziegelei. Deswegen ist so. Der Weg kurz zum Konto nicht so schlimm. Weil die Ziegelei läuft zur zu den. Quatsch, die Lehmgrube läuft zur Ziegelei und die Ziegelei läuft zum Dingskonto. Geil, ich glaube, so langsam bauen wir noch eine Fischerei, oder? Da werden wir jetzt anfangen auszubauen. Ist das eine Assumption oder hast du es durch die Daten gesehen? Fischerei brauchen wir noch nicht. Okay. Wir haben 4 Fischereien. Genau, Jules, für dich auch. Du kannst einfach drauf gucken und gucken. So, damit haben wir 36. Wunderbar. Wir brauchen gleich nochmal. Ihr rüsten wir auf. Die auf. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann werden wir nachziehen müssen. Ich bereite schon mal Diplomatie. Kriegen wir eigentlich hin? Leicht erhöht. Ab dafür. Ein Geschenk werden wir dir nicht anbieten. Wer bist du? Die haben die komische... So, Moment. Das ist die Piratin, ne? Ah ja. Da, eine Quest. Ja, finden Sie und hol den alten Harold. Steuerung Q für Produktionsmenü, Bram. Yes, Dankeschön, für den Tipp. Dark ja, Side. Okay, okay. Danke. So, du sollst auch genug Arbeitskräfte jetzt haben für... dass du die Lehmgrube vernünftig betreiben kannst. Jules, machst du die Quest? Machst du, magst du das tun? Ja, mach ich. Ein Fischer brauchen wir es langsam dann wieder. So, wo ist mein Boot? Archie. Du verkaufst ab jetzt Stahl, richtig? Noch nicht. Wieso nicht? Wie lange dauert das noch? Wieso verkauft er keinen Stahl? Verkauft er mit anderen? Wir brauchen Stahl! Kartoffeln? Nix. Mit dir dürfen wir nicht handeln. Du siehst nicht aus, als hättest du. Gute Frage. So, was ist denn Steuerung Q war das, wa? Ah, wunderbar. Schönes Menü. Okay, wir brauchen eine Fischerhütte. Jules, sag ich jetzt einfach mal. Habe ich gebaut. Oder du, alles klar. Perfekt. Dann haben wir ein. Wir gehen auf eine zweite Ziegel, auf einen zweiten Lehmproduktionszyklus schon. Echt? Ja. Okay, bauen wir. Brauchen wir jetzt. So, und wir haben doch dann jetzt, wenn ich jetzt richtig sehe. Da. Und wir brauchen gleich dann irgendwann die Möglichkeit, Stuff zu bauen für eine Werft. Das heißt, wir brauchen eine Segelproduktion.
falls jemand übernehmen möchte, kurz. Ich suche immer noch den einsamen Demonstranten. Ich mach Segelproduktion. Moment. Lehmgrube steht, Nummer 2. Segelproduktion braucht Schäferei und 1 zu 1, okay. Brauchen wir 10 ja. Lehm für. Dann, da können wir noch eine Spalte dran bauen. Was braucht... Nein. So. Bumm. Kann... Hallo. Ihr könnt gerade keine geheimen Pläne. Das wäre unfair. Ja, ja, alles gut. Ich bin gerade dabei. So, mit dem Copy-Paste-Ding. So, sind die eigentlich mittlerweile auf dem nächsten Zivilisationslevel? Boah, geil, yes, die haben schon 3 Hütten. Die wurden auch erreicht, so 2 Minuten nach euch oder so. Ah. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen, weil ein Punkt ist ja auch Schiffe versenken, ne? Wenn ihr ein Schiff versenkt, dann am besten einmal auf die Clip-Taste ballern und einmal irgendwie einen einzelnen Discord schreiben oder so. Oh, das müssen wir 100 Mal jetzt machen, krass. Ja, macht nichts. Jetzt kommt wahrscheinlich Chat, 100 in Discord. Unser Chat wird das sicher tun. Der Chat kriegt das sicher hin. Ich vertraue denen da blind. So, du warst die äußerste Ecke dafür, wa? Ja, genau, ich brauch 10 Lehmbram, also falls du da... Ja, ich mach keinen Lehm. Wir brauchen auf jeden Fall danach Segelwerft, können wir danach bauen. Archie, hast du mittlerweile Metall für uns? Okay, was du für uns hast, ist auf jeden Fall Ziegel. Und die kaufen wir auch direkt. Und ballern. Kommen wir halt mal mit 17 Ziegeln an. Hat er kein Eisen, die Sau? Noch nicht. Was ist denn das für... So, und dann die Seite auch. Krass, wir haben 2 Ziegeleien und trotzdem ballert das nicht, ey. Ein Feuer ist ausgebrochen. Feuer! Ja, wir haben immer noch keine Feuerwehr, sag ich doch. Scheiße! Wir brauchen eine Feuerwehr, Leute. Was ist das Feuer denn? Macht ihr das, oder? Ich mach mal eben schnell eine Feuerwehr hier hin. Oh, 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 oh. Also, das breitet sich sehr schnell aus gerade, Leute. Wer hat denn da Meth gekocht? Holy shit. Jawohl. Eine Wimmelbildaufgabe. Da. Finde die brennenden Menschen. Finde. Ach, das ist eine Quest, dass unsere Stadt brennt? Nein. Das ist ja fies. Was soll das denn für eine abartige Wimmelbildaufgabe, Alter? Hast du es nicht gerade gesagt? Ja, aus Gag, Mann. Finde die brennenden Menschen so. Ich fand das eine realistische Aufgabe. Da ist doch ein Bär. Wo ist der Wolf? Komm, ich warte auf den letzten Ziegel. Ja, ich warte darauf, dass hier nicht alles abbrennt. Ja, das passiert schon nicht. Wir haben jetzt zwei Feuerwehr. Der ist ja sofort da. Okay, ich guck nochmal nach Produktion. Wir brauchen... Da. Alkohol mehr. Okay, Alkohol mehr machen wir. So, du brauchst doch Ziegel, oder? Ja, hab ich gerade gebaut, fertig. Mir steht, dass wir auch Gebäude haben außerhalb der Feuerwehr, die brennen. Ja, ich würde sagen, ich baue auf die andere Seite noch eine Feuerwehr einfach jetzt direkt hin. Ja, die Feuerwehr, die baut, also die andere Feuerwehr, die da außerhalb ist, die brennt. Du hochziehen einfach. Ja, nicht, die brennt. Aber lass sie erstmal stehen, reiß die andere erstmal ab, die dritte. Die dritte? Die du gerade neu gebaut links hast. Links steht doch schon eine. Links kannst du nachher gesehen, rüberziehen, sorry. Wenn der alles fertig gut, ist mit Löschen. Aber der löscht jetzt erstmal und dann hilft er, dann läuft das. Okay. Wir sind jetzt eigentlich cool, was Produktion angeht. Echt? Ich glaube, wir dürften sofort wieder Fische, Schnaps und Weberei brauchen. Ach, du hast wieder neu geballert? Alter, jetzt muss ich mal nachhalten hier. Ja. Ja gut, Weberei baller ich dann direkt mal wieder hoch. Hab ich direkt und, den und danach, ich hätte gleich gerne die Segelwerft. Ist schon fertig. Ah, cool. Gut, gut. Wo ist die Oder die Werft, mein... Nee, die Segelwerft. Die neben dem Konto steht. Achso, Segelschiffswerft. Jo, jo, jo. Ja, genau. Die 25. Die 25. Ja, die kannst du machen. Braucht, ich bin jetzt fertig mit Upgraden. Gut, dann warten wir kurz auf Holz. Ja, wird noch ein bisschen, klein bisschen abgefackelt, aber das interessiert uns echt halt auch noch. Wir müssen noch so Stahl kaufen, ne? Ja, aber... Der Archie hat Stahl, alles klar. Von denen steht da auch keiner vor.
Doch, jetzt kommen wir. Erstmal alles wegkaufen. Immer. Also, seid ihr sicher, dass ich noch die dritte Feuerwehr hinsetzen sollte, weil das Feuer bleibt immer noch weiter aus? Gut, das ist okay, okay. Wenn du, wenn du möchtest, setz da noch eine dritte Feuerwehr hin. Die kostet nicht viel. Ah, die kostet 4 Dings. Oder nee, dauert so lange, bis die halt da wenn ist. Wenn ich dann beruhigt, dann beruhigt mich das auch. Das dauert übelst lange, bis die abgefackelt sind. So. Komm, ein Leben noch, dann die Feuer, dann oben die Segelwerft bitte bauen. Nice, ja. Ich achte oben drauf. Neben Kontor. Ja. Jules macht das. Dann. So, das erste zwei Schiff Kriegsschiffe zu bauen. So. Drei Segel haben wir. Nee, braucht noch okay, was die Segel jetzt gerade machen ist, wir müssen aufpassen. Bei Archibalds stehen die mit ihrem scheiß Schiff davor und kaufen jetzt die ganze Zeit den Stahl. Ja, die sind schneller als ich. Die stehen davor? Ja, ihr müsst, einer muss, Jules, geh mal bitte in das Schiff rein, immer Stahl kaufen. Direkt bei Archibald links, ja. Die sind einen mehr, ne? Ja, wir müssen dafür jetzt leider einen abstellen. Richtig doof. Und wir brauchen Segel. Aber Segel produzieren wir schon einmal, wa? Segel ist schon in Produktion, ja. Ich kann auch noch einen bauen, wenn du möchtest. Nee, nee, das braucht nicht. Alles aber gut. Wir haben halt keine Kanonen, ne? Das in unseren Städten gibt's Ruinen. Ja, ich hab schon. Ist gut. So, ah, genau, das machen wir natürlich auch noch. Zeitung! Das sieht gut aus. Veröffentlichen wir. Wunderbar. Machen wir schnell die Diplomatie mit Björnte. Der fällt gerade ein, ja. Einmal einspeicheln. Wir ballern ja richtig Holz, nice. Dann wollen wir bitte das haben. Wir wollen nicht Angriffspakt haben. Und wir wollen die Allianz haben. Oh, die, Alter, wie schnell den Stahl die ganze Zeit wegsnacken, ne? Nehmt auch 100% jemanden aufgestellt für. Schneller sein. Ich versuch's. Kann man den Instant kaufen? Weiß ich gar nicht. Es gibt eine Möglichkeit, du klickst und dann ist das... Wo ist denn Archie? Rechts, ne? Links. Nee, links, links. Ganz links die Insel. Ach, da. Wir sind durch. Wir haben 10. Schiff mit eurem Item ausrüsten und dann Krieg erklären, das ist auch eine gute Idee. Aufpassen, ne? Was haben wir denn für ein Item? Einige Ruinen bei uns auch. Ja, oh, Selbstreparatur, wir müssen den Mart reinpacken, Leute. Jo, stimmt. Wir hätten die wirklich fighten können, wir hätten die ballern können. Ja, nicht nur das, pass auf. Ein Stahl habe ich. Was wir auch noch machen. Wir kaufen für 26.000 das andere Ding noch, den guthölzernen Rumpf und dann gönnen wir uns jetzt sofort, sobald wir 10 Segel haben, ein kleines Schiff, dann fahren wir deren Schiff hinterher und erzeugen und machen für die den Krieg. Und dann fahren wir deren Fuck-Auto hinterher. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall ein OP-Schiff. Ja. Weil Selbstreparatur ist schon nice. Selbstreparatur, die Hafenaktivität, ja, eine Hafenmeisterei, okay. So. Komm, wir wollen mehr Stahl. Was ist denn das da? Einen Stahl habe ich schon bekommen. Ja, ne? War ich flink. Wie eine Maus. Die sind nicht mehr da. Achso. So, komm. Ein Segel brauchen wir. Was ist da los? Ein Hof ohne Felder! Gebäude wurden zum Ort der Flammen. Jo. Danke. Danke. So, Häuser repariert. So, wunderbar. Zwei Stahl. Einen Stahl brauchen wir noch. Wir gönnen uns auf jeden Fall schon mal einen Schoner. Der kann gleich dann. Der kann gar nicht bauen. Wir brauchen. Was braucht man dafür? 10? Weiß ich gar nicht mehr. So, um die aufzurüsten, brauchen wir Wurst. Wurst können wir hier produzieren. Wir können Seife. Eigentlich wäre Wurst auf der anderen Insel nicer. Beziehungsweise dann Alkohol auf der anderen Insel nachher. Willst du gleich wirklich hier abproduzieren von Insel zu Insel? Ja, ist es nicht viel klüger, wenn wir jetzt unser Schiff-OP machen und stellen uns bei denen zwischen und die behalten die auf deren Hauptinsel? Ist auch okay. Und, wir, auch bauen und wir bauen dementsprechend dann auch so, dass wir...
dass das auch hinbekommen. So, da. Ein Stahl noch. Wunderbar. Danke. Damit haben wir 3. Nach Hause. Damit haben wir nämlich 8. Boot, fahr! Weil die holen sich nämlich jetzt die Insel da drunter mit Paprika und Hopfen. Oha. Die Insel hat Hopfen. Die Insel hat Hopfen. Holen sich schon eine Insel? Das ist aber nicht geil. Da waren die schneller als wir. Das werden wir nicht aufhalten. Wir waren halt bei dem Stahl. Ja, weil die halt schneller Eisen gekauft haben, ne? Ja, bei dem Stahlkampf waren wir zu langsam. Das war bitter. So, wie sieht aus? Fisch haben wir, Alkohol haben wir, Dings haben wir. Sehr schön, das heißt ihr und ihr. Dürft gleich noch aufsteigen. Oh, da gibt eine Quest. Was willst du haben? Abholaufgabe. Ja, die können wir gleich machen. Und Abmarsch. So, dat. Das weg, wir brauchen den Mat. Und wir brauchen. Was brauchen wir? Holz und Stahl. Okay, welche Insel gönnen wir uns? Die über uns. Nee, warte mal. Kriegt man mit unserem Admiral deren Kontor platt? Lieber Chat? Ja, die können sich ja nicht wehren, ne? Doch, der Kontor kann schießen. Ach shit, echt? Nein, ne? Ich glaube nicht, niemals. Konto ist mega stark. Ne, ich glaube auch, das könnte. Okay, das heißt, wir brauchen Paprika auf jeden Fall und Hopfen. Was brauchen wir eher? Paprika. Oder? Ja. Hopfen war Alkohol, das bringt nur Geld. Genau, und Paprika ist Essen. Wurst. Ne, wir brauchen noch gar keine Paprika. Oder? Paprika brauchen wir für Konserven. Brauchen wir, ist glaube ich T3, ja, oder? Aber haben wir noch nicht aus T3. Wir gehen uns also erstmal Hopfen holen. Also, bist du das? Du nicht. Welche Insel hat den Hopfen? Nur rechts, die ganz kleine. Ganz rechts? Ja, die müssen wir uns holen. Als so. Ob es nur eine zweite Insel. Oh, das ist bitter. Und ja, die ist so weit weg. Wir fahren direkt hin. Oh, das ist bitter. So, dann fahren wir mit dem Schoner, gehen uns die Schiffbrüchigen holen. Du. Genau, wir könnten gucken, ob wir uns Saat kaufen können. Was haben wir da noch für eine Quest? Eine Abholaufgabe, ja, machen wir auch. Aber erstmal gucken, was haben wir hier für eine Saat vielleicht? Da. Angebote nix. Du hast nur Leute, Handelskammer. Du nicht. Da, Saat, Kartoffeln, Getreide. Schade, die haben wir nicht. Okay, soll ich Seife schon mal produzieren? Nee, Seife braucht Stahl, das ist bitter. Ja, das heißt, wir brauchen eine Stahlproduktion jetzt, wa? Wir Stahl mal produzieren? Stahl sollten wir anfangen zu produzieren, ja. Wir haben doch hier noch eine Insel, die nicht ganz rechts ist, sondern so ein bisschen Richtung Nordost. Nicht die ganz großen Richtung, sondern die kleine, die hat Paprika und Hopfen. Zement, Eisen, Stein. Ja, ich sehe, ich würde tatsächlich, ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Ist halt mega klein, aber halt. Ja, aber ist näher dran auch, die nehmen wir, du hast absolut recht. Und dann fahren wir direkt, sobald wir gleich die Abholaufgabe gemacht haben, wieder hin. Und gönnen uns, sobald wir genug Segel haben, gleich das erste Kanonenboot. Und dann fangen wir an, deren Scheiß... Schiffe. Ihr Schiff ein bisschen abzufacken. Ja, die holen sich schon wieder das nächste. Das heißt, das machen wir jetzt. Wir bauen den Kontor, nehmen unser Schiff in die Hand. Ja, wir nehmen unser Kontor. Wir bauen unser Kontor, nehmen unser Schiff in die Hand und versenken die. Okay. Dann können die mal gucken, wo die bleiben. So, währenddessen hier. Kleiner Schoner. Holen wir ganz schnell die 3 Leute.
Ich muss hier mal einen so ein Holzding abreißen. Für Kohle. Du erst dahin. Wie baut man Eisen am besten? Zwei Stahlwerke und drei. Bau einfach das letzte als erstes. Ja. Ja, also das, was halt uns den Stahl gibt, und dann kannst du ja gucken in der Produktion. Eine Eisenmine reicht für drei Stahlwerke. Ja, das kann gut sein. So, pass auf. Bauen. Aber wir haben hier nicht genügend Platz. Das ist bitter. So. Die haben sich wahrscheinlich gerade den Stahl da gesnackt, den da noch zu holen gehabt bei Archie wieder. Komm schon. Wie viel brauchen wir noch? Ein paar brauchen wir noch. Macht nix. Mein jüngstes Schnitzwerk ist ein menschlicher Torso aus Rosenholz. So, wir brauchen Wurst. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Was hast du? Du ersuchst Wurst. Sind eine Allianz eingegangen. Wir ersuchen Stahl. Ansonsten bietet das keiner, aber. So, ja, Holz kannst du natürlich im Zweifel ein bisschen abbauen. Ich weiß auch nicht, ob das alles so funktioniert von unseren Rohstoffen, aber ich versuche das mal. Ja, wir haben zwei Eisenminen. Du kannst auch einige schon mal anfangen. Ja, mit einer komme ich ja schon mega weit, aber. Fangen wir erstmal an. Ich kann schon mal anfangen. Die Aufstieg nicht möglich. Was fehlt uns? Lehm. Okay, Lehm brauchen wir noch einiges. Okay, die verscherzen es gerade auf jeden Fall. Was haben wir da? Eine Abholaufgabe, ja. Machen wir direkt mit dem Schoner immer wieder. Wenn wir so ein kleines Schiff dafür. Das kann die ganzen kleinen Fickaufgaben machen. So, und wir werden auf jeden Fall jetzt mit unserem Schiff, deren Schiff. Jawohl, guck mal, wo deren Schiff steht gerade. Reicht das? Angreifen. Ja, das reicht noch nicht. Von der Stärke bist du doch stärker. Von der Stärke sind wir stärker. Und von der Stärke sind wir nicht nur stärker, sondern haben jetzt sofort auch noch unser Kanonenboot. Ui. Was meinst du, dann können die nicht mehr fliehen? Ich hoffe, dass das dann reicht. Kaufen wir eigentlich Kanonen? Ich hätte gerne viele Kanonen. So, Segel werden produziert, das wird produziert. Geld holen wir gerade über Quests. Einsatzbereit. Lehm, 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 Lehm. Boah, teuer diese ganze Stahlproduktion ist. Haben wir denn schon ein Kanonenboot gebaut? Wir arbeiten dran. Okay. So, tut mal kurz Kuh. Und chat mal schnell ab, ob wir mittlerweile, also hier STG-Q, ob wir noch mit der Produktion gut sind. Ich hab mich gerade nochmal aufgerüstet. Ja, das sieht gut aus. Sieht aber alles gut aus, würde ich sagen, ja. Na komm, ein Scheiß. Komm, gib mir. Gib. Ein Segel noch. So, Archibald hat einen Handel abgeschlossen. Was hast du uns denn gegeben? Sie haben es in vollen Zügen. Ja. Das brauchen wir nicht mehr. Ab jetzt können wir das verkaufen, wenn wir mehr haben. Voll Hadrio, das macht mich froh, finde ich nice. Er hat uns auf jeden Fall ein Segel gegeben. Ja, das ist schon mal sehr gut. Okay, ich will noch 7 Leben. Kanonenboot baut. So, wunderbar. Kanonenboot baut. Wir gehen uns Stahl holen, um uns noch eine Insel zu zocken. Also forcen wir nicht jetzt gerade, dass wir deren Schiff versenken, damit die halt doch, genau das tun wir. Okay. Genau das tun wir. Aber wir müssen ja dafür warten, dass deren Schiff wegkommt, weißt du? Also das darf ja nicht in der Nähe von deren Kontoren stehen, weil ansonsten... Steht das beim Kontor bei denen, oder was? Der fährt gerade zwischen deren beiden Inseln hin und her. So, Jules, oben rechts auf der Insel, ja?
Ja, ja. Ja, ja, da muss jetzt mal Hopfen hochgezogen werden für Bier. Ja. Die haben noch eine Insel besiedelt? Nee, das war Björge. Ach so. Und dann brauchen wir... Bleibt denn Salem? Du Sheet. Wie viel Leben haben wir? 3, wa? Da haben wir noch eine. Ganz ehrlich, wir bauen die dritte jetzt auch noch drauf. Zack. Die wart. Ach so. Jo. Du weg. Du hin. Du hin. Oh. Dafür haben wir genug Einwohner auch. Wir müssen auf jeden Fall auf deren Schiff achten. Wo die sind. Kannst du es nicht einfach angreifen auf der Mitte und dann einfach sie schon pressuren? Dass sie halt nicht handeln können mit der neuen Insel einfach auch schon, das wird die ja auch schon ausbremsen. Selbst wenn du es nicht versenkt bekommst, weißt du? Ich verstehe. Ich frage mich gerade, wo die hinfahren. Okay, die fahren nicht zu ihrer Insel. Oh, die fahren zu Archibald. Oder die haben da eine Quest. Neue Befehle? Okay. Wir behalten das mal ganz kurz im Auge. Unser zweites Kanonenboot braucht noch eine Minute. Ja, endlich haben wir auch Stahlproduktion, Leute. So, was haben wir hier? Oh, wir brauchen mehr normale Arbeitskraft. Ey, Stahlwerke, die fressen richtig. Ne, das ist erweiterte Arbeitskraft. Arbeiterarbeitskraft. Arbeit. Ja, genau. Arbeiter sind die, ja. Ist die zweite Stufe. Genau, die brauchen wir mehr. Okay, pass auf. So, jetzt kommen die. Wo auch immer die jetzt hinfahren. Ich guck mal kurz. Fisch sieht gut aus. Trinken, Klamotten, nice. Ach Gott. Oh, eine Kirche könnten wir mal bauen, wir Dodels. Absolut. Auf 25 Leben, ja moin! Okay, Bram, versenk sie! Hier weg. Nice! Schiff versenkt! Eins in den Chat! Ah, warte mal, ich muss das machen, ne? Macht einen Clip bitte, Chat. So. Wo muss ich das jetzt hinschreiben? Kann jemand Krieg erklären? Weiß ich nicht. Ich bin gerade am Eins in den Chat schreiben. Okay, Diplomatie. Wer sind die? Da, die sind die. Die Fänglinge oder so. Eins in den Chat. Da wollte ich dir genau vor unserem Konto schreiben. Ja moin, ey, was ist mit denen denn los? Oh Gott! RIP! Oh, die müssen langsamer werden. Komm, geht noch ein Schuss? Ja komm, das holen wir uns jetzt. Das muss doch drin sein. Komm, das hat schon verloren. Ja, schön. Komm. Nein! So, einmal noch, komm. Guck mal, ich schreib schon nochmal eine direkt die 2. Wir hatten das einfach 0 HP, das Ding. Ah! Oh. Wie nice. Sehr gut. Nice. Sehr schön gemacht. Bitte auch klippen, wie nice wir das Ding versenkt haben. Was haben sie denn abgeholt? Was hatten sie dabei? Schadensverlangsamung hatten die und Selbstreparatur. Okay. Wir geben die Sachen einfach kurz bei uns ab. Und jetzt kommt's. Die holen sich das Schiff wieder zurück bei Archibald. Das heißt, wir stellen... Also da kriegt man das Schiff wieder. Genau, wir stellen es jetzt einfach direkt vor. Yo, true. Wir brauchen noch ein Kanonenschiff. Wir brauchen Kanonen. Wir brauchen Segel. Okay, soll ich mal so eine Kanonengießerei bauen? Ja, klar. 8 Stahl, ja. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja unparteiisch, Metti. Warum unparteiisch, meinst du? Da stand Matty McFly, erklärt uns den Krieg. Wow, danke, Matty. Jules, kannst du noch mit deinem Schoner Stahl besorgen? Stahl und Lehm brauchen wir ganz viel. So, kannst du oder Treibgut abholen. Aber lass dich nicht von den Piraten abschießen, die da unten stehen. Ja. Liebe Pietz, wie ich sehe, wurde wieder ein Schiff versenkt. Was heißt zwei wieder? Schiffe schon haben wir. Zweite schon, eins von den Piraten und das zweite hier von Omen Squad, ja? Ja, das war ganz okay. Ach, die Piratenschiffe zählen auch? Ja, klar. Yes, die Piratenschiffe können wir auch versenken. Aber Bram, wenn wir nur deren Schiffe versenken und sie keine Schiffe versenken, ist das auch okay, glaube ich. Ja, das hat auf jeden Fall gerade für leichte Panik in der Squad gesorgt.
Ich wollte aber ganz kurz eine Frage machen. Wie sieht es bei euch aus? Wie viel Bevölkerung habt ihr? Was ist die Bilanz gerade zum Vergleich? Wir haben gerade 2000 Leute und Bilanz sagt gerade plus 725. Also. Okay, danke schön. Gut zu wissen. Wollt ihr wissen, wie es so im Verhältnis ist? Ja, gerne. Also. Wenn das gesagt da seid ihr ungefähr gleich auf mit der Squad. Die haben auch gerade eine ähnliche Bilanz, wobei ein bisschen niedriger und ungefähr dieselbe Bevölkerung. Ja, guck mal, dann sind wir doch gleich auf, nur dass die jetzt kein Schiff mehr haben. Ja, doch, die haben schon wieder ein neues gekauft. Wobei, da wird bei Anno ja recht schnell dann das Event getriggert, dass man ein neues Flaggschiff kaufen kann. Ne? Ja, also ich weiß, aber das holen wir uns gerade schon. Falls du das sehen möchtest. Wieder versenkt, weil wir müssen ja Schiffe versenken, also. Ja, ist auf jeden Fall eine Taktik. So, baut mal weiter aus auf jeden Fall. Jules oder irgendjemand kann mal Ich brauche oben rechts mehr Materialien. Die muss ich mal kurz von A nach B transportieren gleich. Ja, mach das. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe jetzt die zweite Stahlproduktion auch mit angehauen. Wir haben jetzt nächstes, so eine richtig nächstes Schiff kaputt. Insel. Nächstes Schiff kaputt. Nice! Flip it! Schiff Nummer 3. Ich zähle mal beim Discord ein bisschen durch, ne? Einfach so. Also Bram terrorisiert die jetzt richtig schön. Ich baue hier auf der Insel einfach weiter und Jules kümmert sich um neuen Shit. Wir können die leider nicht ewig terrorisieren, was das Problem ist. Aus dem ganz einfachen Grund, weil natürlich wir Schaden kriegen bei unseren Schiffen und wir noch nicht eine Reparatur haben. Aber der eine hat doch Selbstreparatur, oder? Ja, der hat Selbstreparatur, aber das ist halt nicht mega krass, wa? Doch, okay. Das ist mega krass. Das reicht vollkommen. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich eigentlich ziemlich OP. Also so schnell kriegen die kein neues Schiff, wie der repariert. Klar, der eine hat keine... Haben beide Selbstreparaturen? Nee, ne? Nee, die haben das nicht. Hast du nicht... Haben wir nicht von denen das gelootet? Doch, unser kleines Schiff hat auch mit der Selbstreparatur. Stimmt. Items? Wieso sehe ich das denn nicht? Trefferpunkte? Der Klabautermann hat es nicht. Ach, den habt ihr ins Konto gemacht. Nee, den müsst ihr ins Schiff tun, Leute. Jo. Ich pack das mal rein. Und Schadensverlangsamung packe ich auch mal mit rein. Die ist nämlich auch, macht er auch nochmal stärker. Ja. Jetzt geht aber, Alter, ist das schnell, das Boot, ey. Das hat der Nitro. Geil. So, wir bauen gerade noch ein zweites Schiff. Und wie weit stehen wir mit den Würstchen? Jules? Oh, war ich für die Würstchen zuständig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Soll ich auf die Hauptinsel kommen, mein Schiff oder auf die... da oben? Die beiden Schiffe, die da oben stehen, die werden nicht genommen. Nimm die unten. Oh, sorry. Das, was gerade überschossen wird zum Beispiel. Und damit wahrscheinlich versenkt gleich. Was wird mal nein, welches denn? Wieso wird mir das denn nicht angezeigt? Unten rechts in der Ecke. Was macht ihr denn da? Das wird er nicht schaffen, oder? Versuchen wir jetzt damit abzuhauen. Ja, mach mal. Okay, wir sind so, jetzt von Sepp, den Peoples auch ganz gut. Du kümmerst dich um Wurst? Ich kümmere mich um unsere Hauptinsel. Wenn wir da Wurst drauf bauen, dann wird langsam eng, aber kümmere ich mich drum, ja. Okay, also die Chance Wurst ist ja auch wieder recht groß. Die Chance verlangsamen wollen wir gar nicht. Aber wir können Kanonen bauen jetzt. Die handeln wir direkt mal kurz weg und dafür gönnen wir uns das. Oh nein, ich glaube nicht, dass das Schiff überleben wird, Leute. Jules, du musst das retten! Ich versuch's ja! Aber diese dummen Piraten kommen immer näher und näher! Wir geben unser Bestes. Nein, es ist down. Och. Das heißt, wir haben jetzt kein Schiff mehr, um mit unserer neuen Insel zu handeln, richtig? Nur noch einen neuen Schoner, ja. Sofort ist der neue Schoner fertig in 2 Minuten 40. Und ich stehe hier einfach bei denen direkt vor der Tür, Alter. Ich weiß, richtig räudig, aber wenn die nicht handeln können, dann ist mir das wert. Das ist schon, also aufbauen. Das ist ja auch PvP hier quasi, also. Ja, ja, darum geht's ja auch. So, wie viele Kanonen brauchen wir noch? Immer noch nicht genug. Kanonen kaufst du gerade ein oder wo kommen die her? Nee, gibt keine Kanonen. Ich dachte, also ich habe gehofft, dass Archibald uns vielleicht im Laufe der Zeit einfach mal so ein paar... Nee, aber wir produzieren jetzt welche, Bram. Okay, nice. Glaubst oder nicht? So, das heißt, Jules, in 35 Sekunden hast du den ersten Schoner und wir bauen noch einen zweiten, weil wir brauchen auf jeden Fall einen. So,
So, und ich habe ein bisschen Geld ausgegeben, ich weiß, aber um unsere Schiffe mit Selbstreparatur und mehr Trefferpunkten auszurüsten. Ist mega gut, ja, ey. Ist super. Heute ist kein Tarkov mehr geplant. So, und nee. Kanonen können wir nicht kaufen. So, Stahlträger können wir auch kaufen, 10 Stück, falls du den Schoner dafür verwenden willst. Hier direkt bei Archibald, wo ich stehe. Mhm. Okay. Kann man sehen, wie weit der Kontor schießen kann? Ja, aber kann man. So weit. Die bauen gerade das erste Kanonenboot. Ja gut, aber das kannst du auch direkt versenken. Haben die eine Kanonengießerei? Hört mal Leechen. Die haben dann nicht mal Stahl, die schon, oder? Die haben aber die Schweinezucht schon. Wie sieht's bei uns aus? Schweinezucht? Nein, haben wir noch nicht. Uns fehlen Peoples. Wir können die nicht bauen, weil wir sind auf Krieg gegangen. Deswegen können wir keine Schweinezucht bauen? Ja, weil die Arbeitskräfte halt alle in der Militärproduktion drinstecken. Hm, und wir brauchen erstmal die, also wir müssen erstmal die Insel noch weiter ausbauen, damit wir überhaupt noch mehr Leute kriegen können. Okay. Und ich glaube, wir laufen gleich auch. Ja, Alkohol ist schon schwierig und Klamotten auch. Scheiße. Ich bin ja gerade ein bisschen am Struggeln hier. Okay, was machen wir jetzt? Was ist das Klügste? Ein Kanonenboot ziehen wir ja locker weg. Die Kanonenindustrie pumpen. Ja, ist halt so. Ja, pumpen. Also wir, darauf sind wir auch komplett gerade gegangen. Da sind wir auch gegangen. Deswegen, wir haben hier Stahlproduktion läuft. Wir produzieren jetzt, wie man hier sieht, die ersten Kanonen. Wenn wir die Kanonen haben, produzieren wir Kanonenboote. Und ganz ehrlich, das Ziel ist definitiv, deren Konter da vom Feld wegzureißen. Oh, das ist so nice. Die haben bisher nur einen kleinen Konter, die haben den noch nicht aufgerüstet. Die Frage, die sich gerade stellt, ist, wie viele Kanonenboote brauche ich, um das zu schaffen? Kannst du auch sehen, wie viel Leben unser Konter hat? Geht das? Siehst du das? Da, 9000 hat das Upgradete. Und das unser kleiner auch 9000. 4 bis 5 mindestens. Ja, dachte ich mir halt auch, aber dann müssen wir die halt produzieren. Dann produzieren wir halt 4 bis 5 mindestens, wenn dem halt so ist, ne? Ist ja gar kein Problem. Weil dann flexen wir die von der Map weg und wenn wir deren Hauptinsel haben, A, ist es dann egal, wie viel Kohle die haben und B, scheiß dann auf Einwohner. Wir brauchen mehr Alkohol. Ja, die fahren mit irgendeinem Kanonenboot irgendwo hin. Scheiße, wir sind alle auf der anderen Seite der Erde. Das ist richtig schade. In unseren Städten gibt es Ruinen? Warum? Das ist eigenartig. Ah, Jules hat da oben, weiß ich nicht, was du da gemacht hast. Du hast den Marktplatz nicht gebaut, Jules. Ach, scheiß. Ach, ich hab den nur hingestellt. Ach nein, ich Idiot. So, alles gut. So, können wir brauchen schon? Ist... Wir haben 3 Kanonen fehlen uns noch, okay. Dann müssten wir gleich... 1,5 Minuten braucht eine Kanone, also sind wir in... 4,5 Minuten bereit. Nee, weniger. In 3 Minuten können wir ein Kanonenboot bauen. Guck mal, dann ist der andere Schoner durch. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Ich bin noch schon am Ausbauen, Mann, ey. Wir waren auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Jawohl. Was haben wir eigentlich so ein People-Problem? Ja, ist mir egal. Ja, jetzt ist wenigstens ausgeglichen hier wieder. Und bumm. Achso, du. So, und dann. Arbeitspensionen. Wir haben genug, ne? Ich habe gerade alle schon erweitert, Bram. Ja, ich habe gerade nur einfach noch eine komplette Segelwerft gebaut. Und. Ach so. Okay. Kurbel gerade die Produktion von Kanonen an. Wie? Einfach draufklicken und sagen 50%, dafür geht die Zufriedenheit runter. Was kannst du machen? Draufklicken und dann? Dann kannst du die. Du kannst die Produktivität der einzelnen Sachen erhöhen. Ach, Arbeitspensum. Ja, genau. Geht natürlich zu Lasten von Zufriedenheit, ne? Aber wir haben uns ja für den This is the way, ne? Haben wir ja gesagt. Ja, ja, safe. So, wir brauchen noch Leute. Oh, sie hat uns Geld geschenkt. Wir müssen uns bedanken. Warte mal, die, was für eine Aufgabe hat die? Macht die einer gerade? Die da unten? Ich gehe gerade zu der Insel und bruder da ein bisschen Sachen hin.
Wir haben kein Schiff dafür gerade. Also unsere Hauptinsel läuft gerade. Ich versuche jetzt mal auf Wurst zu gehen. Gehe auf Wurst. Beziehungsweise wir sollten gleich halt auch gucken, dass wir... Bram, brauchst du noch Lehm für irgendwas? Nee, ich brauche Holz, Segel und Kanonen. Okay. Ja, so, das haben wir alles. Stahl. Okay, ganz ehrlich, was hältst du davon? Brauchst du schon ein Kanonenschiff? Zweite Kanonendings zu bauen? Kanonen gibt's ja, nein, geht definitiv. Nicht. Nein, nein, wir können keine zweiten. Nein, Bram, können wir nicht. Wieso nicht? Nein. Nein, weil wir die Peoples nicht haben. Wenn wir jetzt. Also dann können wir halt null weiterbauen und wir können nicht Wurst machen oder so. Ich würde erst Wurst machen. Aber dann gehen wir auch kriegen Krieg. Wir mehr Leute in die Häuser und dann können wir auch eine Kanonengießerei noch reinbauen. Wurst zu bauen dauert jetzt ja auch nicht ewig. Weil die Häuser sind jetzt aktuell, haben wir 10 von 20 Leute drin. Ja, okay. Mach. Okay. Du kannst übrigens dein Schiff sofort bauen. Ja, ich weiß. Ich warte die ganze Zeit. Wo setze ich die scheiß Schweine denn jetzt hin? Muss ja auch gucken, dass wir uns hier nicht alles zubauen. So, das einzige, genau, das Problem ist halt, wenn die Fregatten kriegen sollten. Schneller. Ja, das hoffen wir jetzt mal nicht. Wir bremsen sie ja eigentlich aus, oder? Ja, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich kann gerade schlecht einschätzen, wer weiter ist. Oh ja, um 11 wollten wir gleich, wir wollten auch noch ein Gewinnspiel machen. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Das ziehen wir auch gleich noch durch. Oh ja. Von mir aus freigegeben. Oh, dann haben wir da. Ne, da müssen wir lektorieren ausnahmsweise mal. Da brauchen wir Zufriedenheit und mehr davon. Komm, ein Segel noch. Gib. Digga, schnell pinkeln. So, das dauert jetzt 3 Minuten 36. Alter Vater, ey. Zur Stelle. Haben wir da noch einen Schoner? Da können wir gar nicht dran vorbeifahren gerade. Was machen wir jetzt? Wir könnten... Okay, Produktion Schweineohren steht. So, wir könnten auf jeden Fall... Zwei bräuchte man, nice. Die machen auch schon Brot, nur zur Info. Brot könnte ich jetzt auch schon ballern, wenn du möchtest. Ja, bitte. Dann ab in die nächste Textstufe. Oh, wir brauchen 120... Arbeiter, wir haben echt halt ein Arbeiterproblem, warte mal. Dann rüstet halt noch ein paar auf. Ja, aber du kennst ja Anno und was für ein Rattenschwanz das mit sich bringt. Kann man Matti ziehen. Hoffentlich. Machen die Mods gerade das Gewinnspiel oder wie das sehe ich hier gerade? Ne, die Mods machen das Gewinnspiel noch nicht. Können wir chatten? Sonst mache ich das Gewinnspiel. Hallo, Sie fragen. Hallo. Ja, kannst du mal dein Flaggschiff irgendwo in die Ecke stellen von der Map, wo das keinen betrifft? Und nicht als zusätzliche Verteidigungseinheit vor deren Konto stehen natürlich. Lassen. Ja, ich fahre mal hier Richtung Nordpol, na klar. Also, habt ihr Pläne, ja? Ich fand das Schiff da nur nicht so schön, das ist alles. Ja, das ist berechtigt. Ich fahre mal weg Richtung Nordpol, wo ich keine störe. Bei uns ist gerade der Highscore Heroes, der Sascha ist gerade rausgeflogen und es kann sein, dass wir den Spielstand nochmal neu laden müssen gleich. Ich sag euch dann Bescheid eventuell. Aber da ist der Spielstand nicht weg, keine Sorge. Ich muss nur nochmal ins Hauptmenü gehen, euch alle nochmal neu einladen, dann könnt ihr weiterspielen, da wo ihr gerade seid, keine Sorge. Okay, ja. Also fangen wir nochmal neu an. Also das wäre jetzt sonst sehr traurig, wenn wir jetzt neu starten müssen, das wäre ein bisschen sehr sad. Okay, cool. Dann mache ich bei wie vielen Schiffen seid ihr jetzt gerade? Ihr habt 2 Kanonenschiffe gebaut, oder? Das ist richtig, bisher. Ah ja. Es mangelt an Arbeitskraft. Gut, ich gehe mal rüber, ne? Und falls wir neu starten müssen, sage ich Bescheid. Also ja. Nicht wunderbar. Neu starten, aber neu laden. Dankeschön. So, also, soll ich mal Gewinnspiel rausballern? Ja, mach Gewinnspiel raus. Also wir machen das jetzt mal ein bisschen unkonventionell. Also alle, die jetzt hier
Ausrufezeichen Gewinnspiel in den Chat schreiben, die nächsten 2 Minuten, kommen in einen Pool, dann wird gezogen und ja, der Gewinner kann geiles Omen-Gerät gewinnen. Ich weiß es gerade nicht, was machst du, Bram? Kann man gewinnen? Kopfhörer? Headset, ja. Gewinnen kann man, der genaue Name davon ist ein Omen Mindframe Prime Gaming Headset. Jo, nice. Okay, so, Jules baut da oben gerade auf, ja? Ja, ja, nachdem ich so hart verkackt habe. Du hast bei 2 Schiffe, ne? Nicht vergessen. Falls dir das hilft. Achso, dann kann ich direkt die Sachen schon mal hin und her schieben, so schneller geht, ne? Okay, ich wollte halt, nee, wollt halt eben nicht so viel wegnehmen, wir brauchen das selbst. Weil die Kanonenproduktion läuft! Ich baue mal so eine frische Kirche. Wenn ich sofort noch ein bisschen Holz habe. Ja. Also wenn ich mir deren Land wirklich angucke, selbst wenn die Fregatten bauen würden, ja, wo die nicht so schnell sind und die Handwerker vor uns kriegen sollten, ja, wo die aktuell auch nicht so schnell sind und wo die kein Handelsschiff haben, um von der Insel unten auf die Insel oben zu kommen, ja. Leute, die bauen 2 unabhängige Städte, tatsächlich. Ja, weil die zweite Insel, halt die erste Insel von denen ist halt nicht so gut auch, ne? Ja, absolut. So, und wir stehen immer noch bei denen oben. So, wir müssen einmal kurz ins Hauptmenü und einmal, ich muss euch einmal alle wieder neu einladen, damit... Okay, speicherst du jetzt gerade noch mal kurz? Genau, ich habe gerade noch mal gespeichert, aber ich glaube, der Auto saved halt auch, deswegen... Ja, aber der Auto saved ja nur alle 5 Minuten. Ja, ja, ich habe gerade noch mal gespeichert, aber falls ihr gerade irgendwie an einer ungünstigen Ecke seid oder so, ne, könnt ihr gerade noch mal... Ist wieder abgestürzt bei dir? Nee, diesmal ist Sascha rausgeflogen. Anno ist da ein bisschen im Menü. Okay. Okay, wir merken uns für gleich, wir brauchen 2x Fisch. Mhm. 3x Fisch. Seid ihr ready mit den Vorbereitungen? Ja, ja. Einmal zack, Hauptmenü. Ihr könnt auch nochmal alle rausgehen, dann lade ich euch alle nochmal ein. Warte. Okay. So, gleich 3 Fisch. Ich geh ganz kurz pinkeln. Ja, Chat, wir haben gerade ein Hardcore-Problem beim Gewinnspiel, sehe ich gerade. Das funktioniert nicht. Liebe Mods, könnt ihr mir gerade sagen. Wir haben gar kein Headset. warum will unser Bot nicht. Hier geile Preise. Will der Bot das Headset für sich? Es nimmt keiner teil hier gerade. Chat, es tut mir übelst leid, aber ich versuche das gerade mal, weil es ein Command ist. Oh mein Gott, okay. Okay. Ausrufezeichen oben. Dankeschön. Irgendeine Nachricht ist da durchgekommen. Okay, wir switchen von Ausrufezeichen Gewinnspiel zu Ausrufezeichen oben. Das hat nicht vor. Also. Ausrufezeichen oben! Ja, da sehe ich doch die Leute. Jawohl. Jetzt nehmt ihr teil. Leute. Nice. Für ein geiles Headset einfach mal Ausrufezeichen oben. So. In den Chat annehmen. Für euch zur Info. Ja, aber angenommen. Ausrufezeichen Omen. Da sehe ich sehr viele Leute, die gerade teilnehmen. Nice. Ich muss sagen, wir machen das eigentlich ganz gut. Also wenn wir jetzt noch eine zweite, wenn Jules dann noch eine zweite Insel hochgezogen bekommt, bisschen, finde ich das schon ganz nice. Ja, wir brauchen auf jeden Fall jetzt sofort als erstes Fisch, weil uns gehen die normalen Bauern flöten schon, weil wir zu wenig haben. Echt? Deswegen mache ich jetzt direkt. 3 Stück. Okay, du machst das, Bram. Ja. I see, du hast recht. 1, 2, 3. Guck mal, das ist ein neues Schiff, Bram. Ja, geil. Du hast noch ein Kanonenboot bekommen. Nice. Nice. Okay, wie viel... Ausrufezeichen, Omen. Wie viel Seife brauchen wir? Eine Seifenproduktion bräuchten wir für die People, die wir haben. Das ist okay, das krieg ich hin. Na komm, eine Kanone noch. So, der Fisch dürfte jetzt sofort wieder hochgehen. Ja, da müssen wir natürlich jetzt leider ganz kurz wegen der mangelnden Arbeitskraft und den dazugehörigen zu wenigen Fischen. Ja, das geht aber gleich wieder hoch.
Aber die fahren da mit ihrem kleinen Kanonenbildchen die ganze Zeit hin und her. Kümmer du dich mal um Weiterkrieg. Ich kümmere mich um die Stadt. Achso, Moment, wir haben die angenommen. Ich hab nichts angenommen. Oh, ich hab die angenommen, ich kann aber gerne wieder ablehnen. Ja, alles gut, können wir behalten. Dann können wir so ein bisschen extra Kohle machen. Ja, absolut. So, Chat, es wird ein Sieger gezogen. Es hat gewonnen. Was machen die? Drücken wir die ganze Zeit P gerade? Captain Koppers! Glückwunsch! Captain Koppers hat gewonnen. Gratulation an Captain Koppers. Glückwunsch, Captain Knoppers. Nee, Koppers, glaube ich. Also. Nicht Knoppers. Nicht wieder das Essen. Fuck. Knoppers. Ah, wo ist denn jetzt da? Captain Koppers. Damals hier die Tankstelle bei Intwistin. Das war Koppers. Die ist auch Captain Knoppers. Jawohl. So, der Fisch steigt wieder. Unsere Leute steigen. Wir haben es sofort wieder voll. Tut mir leid für den kurzen Delay da. Das habe ich nicht mitbekommen. Wir brauchen eine Schnaps. Jojojo, ich habe gerade Captain Knoppers angeschrieben und ich brauche eine Schnaps. Und ein Arbeit. Und ein Arbeitskleidung. Ja, wir haben echt Platzprobleme hier auf der Insel. Eieiei. Also so eine zweite Insel, einfach so, wäre schon irgendwie nice, weiß ich nicht. Ja, können wir holen. Ich konzentriere mich jetzt hier auf Wegbamsen. Ja, nice. Ich konzentriere mich auf die Hauptinsel. Ich habe Hopfen gemacht. Mal, wieso steht mein Spiel? Nee, mein Spiel steht. Und da muss eine Handelsroute noch machen und mach mehr Hopfen. Machen wir zumindest zwei. Warum hast du gerade was gebaut auf der Hauptinsel? Ich habe gerade Holz für die Quest abgezogen oder brauchst du Holz? Ah, okay. Nee, dann ist das gewesen. Ja, genau, weil ich auch doch, ist egal. Ist gut. Okay, wir brauchen. Okay, und wir brauchen noch eine Segelproduktion, wenn wir dafür die Ressourcen haben. Nee, haben wir nicht. Wir produzieren zu schnell Kanonen, aber nicht schnell genug. Also wir können nicht dauerhaft hier produzieren. Ja, okay. Aber ja. Und wir müssen also wenn wir auf den Krieg gehen wollen, dann ist das wichtig. Dann bau das. Ich kann das nicht bauen, weil ich muss gucken, dass uns die Leute nicht flöten gehen gerade. Okay, dann baue ich das nochmal ganz kurz. Und zwar. Weil das ist gerade pain in the ass. Wenn uns die Leute flöten gehen, dann war es das hier. Dahin. Sind Sie soweit? Ja. Hola, Adrio, das macht mich froh. Hola, Adrio. So, Diplomatie. Können wir mit dir... Jawohl, das hat nächste. Jetzt brauchen wir 5 Segel noch. Soll ich die Brauerei auch hier hinbauen oder auf die Hauptinsel? Du kannst sie, glaube ich, nicht bei dir hinbauen, weil du brauchst bessere Leute dafür, oder? Ja, und du brauchst auch Getreide. Genau. Ah ja, habe ich hier nicht. Na komm, 3 Zelte noch. Kaufen, haben wir schon. 3. Ja, wie viele brauchen wir wohl? Sind 6 okay? 6 Kanonenboote? Können wir mit 6 Kanonenbooten und unserem imperialen Schiff gegen deren mittleren Kontor an? Stimmt. Nein. Mit 8? Oh, wir haben heavy zu wenig Arbeiter. Ja, die bauen ja auch Schiffe, sagst du. Die haben bis jetzt ein Kanonenboot, was die ganze Zeit durch die Gegend eiert. Mehr haben die nicht dahinter stehen. Das haben wir uns verdient. Das müssen wir denen ja eigentlich wegfetzen, oder? Okay, hat jemand noch upgegradet oder was ist hier los? Wieso? Fuck. Okay, ich hab nicht upgradet. Was? Wollen wir noch mehr? Okay, so, was fehlt uns? Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen dich, machen wir aus. Viele krasse Leute. Wir brauchen einfach mehr normale Leute, ja? Naja, ich downgrade gerade ein paar. Weil wir können nicht unendlich ballern hier auf der Insel. Also die Insel ist schon quasi voll.
So, Alkohol ist okay, Fisch ist okay, Klamotten ist okay. Schwein, wir brauchen noch eine Wurst mehr und noch ein Seife mehr. Oh, Kacke. Einen Moment, bleib mal ganz kurz noch hier. Der Falke ist bereit. Du nicht. Was haben wir da? Hafenaktivität? Oh ne, ist alles egal. Okay. Ne, du bleibst hier. Du fährst dahin. So, wir jagen jetzt deren Kanonenboot. Du bleibst hier für den Fall der Fälle, dass sie sich ein neues Imperiales holen. Es wäre geil, wenn du richtig rumstehen würdest. Und du kommst und holst immer schnell das da ab. So, und dann bauen wir auf jeden Fall noch ein Schiff. Sepp kümmert sich um das Aufrüsten mit Wurst, also auf Next Level. Da mische ich mich am besten gar nicht ein. Das ist krass, jetzt werden mehr, dadurch, dass mehr Leute einziehen, brauchst du halt mehr Shit jetzt wieder und das funktioniert alles nicht. Schule können wir als nächstes bauen, okay. Zurück an die Maschinen. 25 Lehm, okay. Was brauchen wir noch? Schule und Brot. Fregatten braucht das Land, absolut. Fregatten braucht das Land, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Getreide brauchen wir theoretisch. Alles Gutes eingerichtet, Hopfen wird jetzt automatisch immer in die Hauptstadt gefahren. Wie viel Brot brauchen wir denn so? Sehr zwei? Gut. Ach du Scheiße. Also ich muss hier leider nach und nach immer weiter die Holzproduktion runterfahren. Ja, das macht ja nichts. Die verbrauchen einfach zu viel Platz. Die anfängliche Holzproduktion war auch komplett übertrieben. Die war ja auch für den Anfang. Naja. Sollen wir auch Stahl bauen hier auf der kleinen Insel oder lohnt nicht? Nein. Naja, das ist eine Frage. Nee. Hast du überhaupt schon die nächste Tech-Stufe auf der Insel? Also auf der Insel habe ich jetzt hier auch ne, die hier Bauern, ja, ja. Oh, cool. Arbeiter, Entschuldigung. So. Cool. So, komm, ab da runter. Ich möchte dahin. Der wird doch jetzt bestimmt umdrehen, oder? Du bist doch... Ja, ich wusste doch. Wohin fährst du? Nobody. Oh, okay, Piratenschiff drehen! Wir wollen jetzt nicht gegen Piratenschiff kämpfen. Okay, Brotproduktion steht und wir haben zu wenig Leute. Aber das wird schon. Das wird schon. Das pendelt sich schon ein. Das pendelt sich schon ein. So, das was haben wir denn jetzt? Das fährt jetzt da runter bestimmt wieder. Wurst. Normalen, da fährt der Schoner los. Sehr gut. Bis wohin schießt du? Bis da so ungefähr, okay. Go. Okay, Jules, haben wir schon Hopfen hier bei uns im Kontor? Ihr müsst in der Hauptinsel jetzt auch schon Hopfen haben, ja. Also du hast eine Handelsroute eingerichtet mit Hopfen. Ja, genau. 6 Stück haben wir jetzt schon im Konto, ja. Okay, da brauchen wir jetzt dann bald mehr. Ja, ich hast du schon eine dabei, Route genau. eingerichtet, wo der dauerhaft fährt? Ja, genau. Der fährt jetzt die ganze Zeit hin und her. Okay. Handelsroute ist eingerichtet. Okay. Also wir pressern die auf jeden Fall richtig hart. Das ist voll okay für mich. So, das einzige Problem ist... Erfolg eingeschränkt. Es geht die Kohle auch so langsam aus, ne? 20, scheiße, ne, können wir uns gerade nicht leisten. Ich weiß, jetzt ist der natürlich super pisst auf uns.
Ja, wir machen ordentlich Minus gerade, aber ich baue die erste Alkoholproduktion gerade. Okay, und los. Wie viele Hopfenanlagen hast du denn? Drei. Drei, also du produzierst in 30 Sekunden. Nee, drei reicht. Drei ist super. Drei ist super. Ja, dachte ich mir auch. Go, 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 go. Drei ist gut. Passen wir das gut ab? Ich muss jetzt nur mal gucken. Bist du am Jagen? Ja, wir passen das gar nicht, aber so, wir warten einfach. Der kommt ja gleich wieder zurück. Und dann achten die da vielleicht gar nicht drauf. Obwohl die vier Leute sind. Manchmal muss man einfach hoffen, Glück zu haben. Das muss man gleich upgraden, scheiße. So, bis hier ungefähr. Das so hinstellen. Ah, guck mal, der steht nämlich auf Autopilot. Das heißt, der holt da jetzt irgendwas ab oder bringt da irgendwas hin. Stahl, wie es aussieht. Okay. Die große Frage, die sich gerade stellt, ist so ein kleiner Kontor. Wie viel hält der denn aus? Kannst du nicht anklicken und siehst es? Doch, der hält genauso viel aus. Ja, die HP müsste man sehen, wenn man ihn anklickt. Ja, die HP sieht man, aber die haben halt... die HP von denen sieht man nicht. Immer noch zu viel. Wieso haben wir zu wenig Wurst? Eins, zwei. Oh, ich habe Wurst noch nicht ausgebaut. Ich bin echt nicht. Ich wollte einmal fragen, apropos Wurst, wie weit seid ihr so in Richtung Handwerker? Welche Bedürfnisse habt ihr schon erfüllt? Welche fehlen euch noch? Einmal so zum Vergleichen. Uns fehlt ungefähr alles. Okay. Uns fehlt gerade alles. Wir aber haben ich sehe, Wurst und so habt ihr schon gebaut, ne? Aber ja, da sind wir schon am Start, aber wir kommen mit der. Also, es hat sich noch nicht eingependelt. Du hast ja immer, wenn du dann neu baust, du kriegst ja dann. Je mehr Bedürfnisse du deckst, desto mehr Leute ziehen ein, die wollen aber dann wieder mehr haben. Und dieses Balancing, da knabbern wir gerade noch ein bisschen dran. Na, ihr habt ja auch eine recht große Stadt, ne? Ja, seid ihr die Kirche, fahren direkt viele Leute. Genau. Da braucht man natürlich ein paar mehr Ressourcen dann. Ja. Warum ist mein Overlay verschwunden? Das ist ein Fehler, das passiert manchmal. Da gibt es diverse Lösungen für. Alt plus G ist so die beste Lösung. Funktioniert das? Alt, G. Oder was? Steuerung G? Irgendwas G. Ansonsten geht auch mal F1 machen, zurück Escape, mal raustabben. Was geht noch? F12 geht manchmal. Das ist leider ein Fehler, der passiert manchmal im Fenstermodus. Vollbildmodus kann das verhindern. Alt wow. F4. Steuerung G, sagt der Chat gerade. Kann helfen. Oder mal in den First-Person-Modus gehen mit Steuerung Shift R und wieder zurück. Da muss man manchmal ein bisschen rumfrickeln, das ist manchmal ein bisschen nervig. Kacke. Okay, also Smoogle hatte den Fehler gerade auch, der... Bam ist raus. Ah. Ja, dann müssen wir dich gleich wieder reinholen, dann starten wir gleich wieder neu. Das ist okay. Ist ein Stream mit Hindernissen, aber ist ein Stream. Kriegen wir hin. Ach, Bram, Alt F4 war jetzt keine Option, glaube ich. Nee, ich habe auch nicht Alt F4. Ja, hast du gespeichert, Martin? Hat eine Minute gespeichert. Ich speichere gleich einmal. So, jetzt habe ich gespeichert. Okay, danke. Am besten in den Vollbildmodus gehen, dann passiert das nicht mehr. Ich hatte das auch gerade, ist ein bisschen nervig. Ja. Haben sie mal wieder einen neuen Bug reingeedit. So, ich sag der Squad gerade mal Bescheid, dass wir wieder neu starten. Ja. Den Gewinn. Oh, warte mal, wo ist denn? So, Warnung. Vollbildmodus. Dann. Und dann wieder abgestürzt. Dein Spiel ist direkt abgestürzt. Ja. Aber wir sind so hart in the game. Bram macht das so gut mit dem Abballern. Aber, wie kommen ich die denn... Ich bin auch dabei. Ja, ey, das ist super. Also, unser erstes Bier, die erste Runde geht auf dich. Alles gut. Ich merke ja, gerade. Als ich mich gerade gefragt habe, Bram, du behinderst die ja die ganze Zeit, dass sie keinen Handel betreiben können, beziehungsweise keine Schiffe haben, richtig? Das ist das, was ich die ganze Zeit probiere. Das heißt, die haben ja auch noch keinen Hopfen auf ihre Hauptinsel gebracht, oder? Das kann ich dir nicht sagen, wie viele die da schon rübergebracht haben. Auf jeden Fall habe ich gerade den Schoner, der damit anfangen wollte, habe ich angefangen zu beschießen. Und genau in der Sekunde ist das Spiel abgestürzt. Ja. Okay, verstehe.
Was ganz schön belastend ist, weil das sah gerade ganz gut für uns aus. Habt ihr das Spiel schon beendet eigentlich? Matti legt doch gerade ein. Ja, wieder drin. Na, gucken wir mal. So, Chat, meint ihr, wäre jetzt besser, auf Fregatten direkt zu gehen und damit dann wirklich Baller zu machen? Oder lieber mit den Kanonenbooten da jetzt drauf zu gehen? Ich weiß noch nicht. Du brauchst alle Bedürfnisse und alle, wie heißen die anderen Sachen? Also beide Sachen. Du brauchst einmal die Ansprüche und Bedürfnisse. Ich weiß nicht, die Luxusgüter und die Bedürfnisse. Nur Bedürfnisse, das heißt nur den ersten Tab brauchst du, ne? Ja, du brauchst nur die Bedürfnisse fürs Upgraden. Das heißt, wir machen gerade Brot, die Schule können wir gleich auch bauen. Theoretisch könnte es sein, dass wir bald upgraden können. So, Sepp, du bist der Einzige, der fehlt. Alle Sachen, Entschuldigung, wir haben alle Sachen gebaut, gemacht, getan. Okay. Also der Chat sagt auch, wenn lieber Fregatten, Kanonenboote gehen, viel zu schnell kaputt. Also die dürften eigentlich keine Fregatten bekommen, wenn wir Hopfen... Nee, ohne Hopfen können sie es auch machen. Bier ist nur Luxusgut. Die haben auf jeden Fall, habe ich gerade ganz kurz im Chat gehört, auch wenn ich da eigentlich nicht hinhören wollte, aber die haben gerade angefangen, eine Segelproduktion aufzubauen. Das wäre schon ein bisschen weiter. Für Fregatten oder für Kanonenboote? Das weiß ich nicht, aber tendenziell wahrscheinlich gehe ich erstmal vom Schlechteren aus. Aber das heißt, wenn wir jetzt auf die nächste Tech-Stufe wirklich rushen und Kannst du mal gucken, du kämpfst ja gerade, mach die mal platt und dann guck mal bitte, ob die schon soweit sind mit der Tech-Stufe. Die sind vor uns. Hä? Die haben halt alles schon, also die haben halt auch Aber haben die schon die nächste Stufe? Achso, das kann ich dir sofort sagen. Das meine ich. Ja, weil wir haben auch alles jetzt, aber wir haben noch nicht die nächste Stufe. Matti, wann geht's los? Ihr startet doch mal, Mann, ja. Ey! Die Zeit rennt! Ey, Mann, eine Stunde. Tick-Tack, Tick-Tack. Ist ja schon ein bisschen intens hier. Naja, Zeitspiel nennt man sowas im Fußball. Sollen wir einfach mal die nächste Verlosung noch machen, Leute? Ja, haltet ihr davon? Macht das. Let's go! Ausrufezeichen. Omen gönnt. Omen gönnt einfach mal in den Chat ballern. Nicht oben, sondern oben gönnt. Denn die gönnen euch ein geiles Headset. Omen gönnt in den Chat ballern. Dem Brettspiel. Das Headset war um 11, jetzt haben wir ein Brettspiel. Jetzt ist Brettspiel, okay. Also. Ein Anno 1800 Monopoly. Oh, das ist cool. Ich habe das von Assassin's Creed, das ist auch nice. Oh, das habe ich auch. Ich habe damals noch in meiner Selbstständigkeit sich das von Zelda übersetzt, Rick and Morty geholfen, Game of Thrones und Risiko und sowas. Cool. Ja. Aber ganz kurz, das Anno 1800-Ding ist tatsächlich so ein richtig krasses Strategie-Brettspiel. Ah. Also nicht Monopoly, sondern ein. Sowas wie Siedler oder sowas? Ja, genau. Na cool. Das muss ich mir auch mal angucken. Okay, geht weiter. Es geht los. So, meine Damen und Herren. Omen gönnt. Omen gönnt. Omen gönnt. Das ist ein bisschen wie auf der Gamescom jetzt hier. So. Oh shit, das eine Ding hier müssen wir auf jeden Fall sofort ausbauen. Okay, wir haben alle Bedürfnisse gleich gedeckt. Wir brauchen nur 25 Lehm. Ich weiß nicht, ob einer von euch... Habt ihr ein Schiff irgendwo frei, wo ich mir Lehm besorgen kann? Ich hatte... Moment. Ist jetzt fast da bei mir. Bei mir auf der kleinen Insel. Wir haben auch noch einen Schoner.
wir haben doch, glaube ich, irgendwo noch einen Schoner. Ach stimmt, guck mal, du kannst im Schiffsmenü, siehst du das, welche Schiffe gerade schlafen. Und da sind einige bei. Flaggschiff. Kanonenboot. So, eins, also der eine noch. Schoner, der tradet, der andere Schoner, den benutzt du gerade, Jules. Ja, genau, den kannst du jetzt, sag ich dir, kannst du immer noch direkt nehmen. Weil du fährst Schiff, du fährst Fisch und Arbeitskleidung rüber auf die andere Insel. Ja, ich brauche die zwei Sachen. Wieso baust du denn nicht die an auf der Insel? Wo kommen denn jetzt auf einmal drei Piratenschiffe her? What the fuck? Auch noch die großen? Kannst du den schon, soll ich den, ich schick den schon mal zurück zur Hauptinsel. What the fuck? Was ist das denn für ein Cheat? Okay, Chat, ich mach den Ruffle, die Verlosung zu. Da könnt ihr euch wieder dem widmen, was gerade wirklich Alter, im Chat Alter, das ist doch jetzt unfair passiert. Gewesen. Wo kommen die denn jetzt her? Ja, jetzt verlieren und wir die Flotte. Und ich ziehe den Gewinner und es ist Schnabeltier 237. Leute, Schnabeltier 237. Glückwunsch an dich. Okay, das ist räudig. Was ist denn da los? Ja, die haben ja richtig Bock. Hey, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? So, unser Schiff. Bram, du zählst, wie viele du versenkt hast, ne? Eins. Das ist ja noch relevant. Leute, der hat 12 Kanonen dabei. Oh, nice. Wir sind auf einem guten Weg zur nächsten Stufe. Admiral auf der Brücke. Jules, das Schiff hast du ja gerade angekommen. Kommt, hallo. Der Schoner, den kann ich haben, ne? Ja, genau, den hab ich extra zurückgeschickt. Hallo! Okay. Ihr hattet gerade Stress, wa? Ja. Was war das denn? War ein Random Event. Oder was? Was mit den Piraten? Ja, da hat er einfach Pech. Hatte der die einfach? Die sind einfach da jetzt gespawnt, wo Bram gerade war? Nee, sind da einfach lang gefahren. Also eigentlich direkt spawnen. Also nicht vielleicht wegen dem Reload, vielleicht, aber eigentlich spawnen die nicht einfach irgendwie. Die spawnen immer in der Piratenbucht unten. Und fahren dann hoch. Okay, das war bitter. Ich wollte mal kurz Zwischenfrage machen. Wie sieht's aus? Wie viel Bevölkerung? Wie viele Moneten? 3700 Leute und Geld ist. Da reden wir nicht drüber. Also erstmal Bilanz, wie sieht die aus? Positiv, 600, 550. Positiv aktuell. Und insgesamt? Insgesamt positiv. Also 1500? 2000. Jetzt ist mein Overlay weg. Ach komm, Steuerung G sagst du. Steuerung G soll angeblich helfen, es tut mir voll leid, guck Mann. Mal. Das war's. Ja, moin. Ja, vielleicht drück mal so ein bisschen rum, mach mal Escape, mach mal F1, drück mal so ein bisschen in der Gegend rum. Es kommt halt manchmal auch wieder zurück, so. Also bei mir ist es weg, seit ich Vollbild angemacht habe. Es tut mir wirklich leid, dass Anno da gerade ein bisschen blöd ist. Ja, dann, Alles wieder da. Enter, sagt mein Chat. Wunderbar. Für euch auch noch ganz kurz, damit ihr die Info auch habt. Es wird ja Punkt 13 Uhr wird ja hier Schluss gemacht, ne? Also jetzt noch genau ungefähr eine Stunde. Dann sage ich Pause und dann wird gezählt, wie viel Geld ist auf dem Konto. Nicht die Bilanz, sondern wie viel Geld ist auf dem Konto, wie viele Einwohner und wie viele Schiffe versenkt. Das heißt also, ne, ihr könnt natürlich auch vorher dann kurz vor Ende alles verkaufen, abreißen, was noch Geld zurückgibt und so, ne? Also auch für euch nochmal als Tipp, ne, damit ihr daran denkt, damit das ein bisschen fairer ist hier. Und ja. Einwohner cool, danke. Zählen Geld. Und versenkte Schiffe. Bei wie viel seid ihr da eigentlich? Mein letzter Stand ist 3. 4. Inzwischen haben wir gerade gemacht. 4. Ja. Also das eine, was wir gerade und die anderen? Die sind ja, tatsächlich auch bei 3 gerade. Die haben ein bisschen Piraten gesnackt. Okay. Wie ist denn deren Populationsstand? Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Gleich auf mit euch, tatsächlich ein bisschen höher. Die sind bei 4000. Die haben ihre Siedlung auf 2 Inseln aufgeteilt und haben jetzt schon recht viele Siedler und so. Okay. Also die sind recht früh auf die Siedlerbedürfnisse gegangen, hier Wurst und Seife und solche Sachen. Ja, das verstehe ich. Also die sind auch nicht mehr so weit weg von den Handwerkern. Denen fehlt, glaube ich, nur noch die Schule. Ah, die haben wir schon. Uns fehlt nur noch irgendwie ein Brot oder so. Das ist doch scheiße. Ja, die sind da immer sehr theatral, die Leute. So, wenn die nicht, also wenn 99%, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, dann müssen die sich leider vor Kummer direkt ins Meer stürzen, ne? Man kennt das. Rüste den auf jeden Fall direkt auf. Ja. Gut. Dann verziehe ich mich mal wieder. Jo. Wenn irgendwas ist, ne, immer im Discord schreiben, wenn wieder irgendein Fehler ist oder irgendwas disconnected oder so. Ja, mach mal. Bis gleich.
Bis gleich. Bis gleich. Herr Jules, du kannst den Schoner wieder haben, wenn du brauchst. Ja, gerade nicht, danke dir. Fernseher, ich habe 40 Lehm hier auf, 40 Ziegelsteine auf den. Soll ich mal rüberschicken? Wo kommen die denn her? Ja, klar. Schicke ich. Bau da auf jeden Fall auch noch mehr Häuser. Also Fischer. Ja, ja, mach ich jetzt. Ich brauch nur mehr Fisch. Ja, ja. Braucht nur mehr Fisch. Okay. Bam, ich überlege gerade, ob ich noch einen neuen Schoner losschicke. Für ein Kontor. Und eine neue Insel einfach hochpumpe auf Stufe 1. Macht das. Unsere Hauptinsel wird ja nicht mehr viel passieren. Also die ist halt voll. Ja, macht das. Dass man nur das imperiale Schiff nicht wegnehmen, damit ich deren verteidigen kann. Weißt du, musst das irgendwie anders Jules, hinkriegen. Dann kann ich dir den Schoner doch nicht geben. Du brauchst ja nur Holz und Stahl, ne? Ich weiß easy, das. Dann nimm ihn wieder. Ansonsten würde ich nur ganz kurz die Ziegelsteine da aufladen, weißt du? Nee. Wenn ihr gerade nicht braucht, dann easy. Oder brauchst du ein drittes Item? Brauchst du Lehm noch, Chat? Sonst kann ich mit einem Schoner kein Kontor bauen, das wäre dumm. Ja, Holz und Stahl, okay. Das heißt, ich nehme jetzt hier... Gib mir ein. 50 Holz und 20 Stahl. Weil dann gehe ich hier auf die Insel über uns, siedel da und da ist halt übelst viel Platz. Und dann baller ich da einfach noch eine zweite Kolonie hoch, weil Stufe 1 zu bauen ist super simpel. Die Fickerei geht dann ja erst... Ach komm ey, was ist denn mit dem Brot? Ich habe gerade 4 Häuser verringert, weil wir Brot nicht perfekt sind. Da sind wir bei 99, ne? Wir müssen sowieso Häuser verringern, weil wir mehr Arbeitskräfte brauchen. Wir haben viel zu viel von den Guten. Verringern nochmal irgendwie 4 Stück. Das müsste jetzt eigentlich durch sein. Müssen wir jetzt in den nächsten 1-2 Minuten eigentlich upgraden können. Komm, und dann haben wir auch genug Material, hoffentlich, um direkt ein paar Schoner zu bauen. Fregatten. Ja, stimmt, wir haben ja die Kanonen und alles schon da, ne? Genau, wir brauchen auch nur einen einzigen, weißt du? Erstmal jetzt, um die Fregatten abzugraden, meine ich. Ja. Alter. Ich verstehe halt nicht genau, warum das Brot nicht läuft. Ja, doch, also jetzt läuft das. Jetzt läuft das. Aber gerade war es noch so, dass das Brot ein bisschen mehr hatte. Ah, die haben gerade einen Schuss gebaut, Jules, du kannst den haben. Schick den mal rüber zu deiner Insel, vielleicht. Ja. Ja, mach mal. Ich pack auf jeden Fall die Ziegelsteine dann drauf. Komm, bitte, gib uns jetzt ein. Eine zweite Bootswerft bauen wir, sobald wir hier aufgerüstet haben. Ja, passt das von den Arbeitern? Achte da bitte drauf, das finde ich nachher irgendwo. Das sind 100 von den Hammerleuten. Okay. Weil die haben wir ja. Ja, stimmt, die haben wir. Als wenn da jetzt krass am Abbrennen ist, Junge. Wo brennt? Nein. Please. Mach nicht den jetzt. Gib mir ein. Na komm, bitte. Es gibt ein. Gib. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass er kurz brennt, weil dann die anderen. Was haben wir denn da? Plus, minus, alles klar. Weil hier kein Vorkommen für Getreide und sowas, deswegen kann ich hier keinen Alkohol oder so anbauen. Muss ja auch keine, nicht. Auch keine Fruchtbarkeit. Hä? Nee, muss ja auch nicht. Achso, war das nicht eben, dass ich noch Alkohol anbauen? Ja, nee. Ja, wenn es geht, aber das brauchst du halt nicht. Das ist ja nur ein Luxusding, du musst nur die Bedürfnisse decken, also Fisch und Klamotten reicht. Easy. Hey, wir haben Handwerker. Nice, Bram. Wir haben nicht genug Geld. Oh, du Scheiße. Um 2 Fregatten zu machen. Ja, nee, wir gehen jetzt nicht da drüber. Kacke. Okay, wie verticken wir denn ein bisschen was? Haben wir was man verticken kann vernünftig? Nee, haben wir nicht. Ja, voll viel.
Kannst du einfach eine Fregatte losschicken mit geilem Stuff? Da verfolgt ihr mich jetzt echt. Wo bist du? Schnaps, können wir nicht Schnaps vertickern? Lieferaufgabe, da. Oder so. Okay, Turnaround. Drauf. Voll drauf. Komm, wir sind schneller. Jawohl, sieht gut aus. Mach weg. Als wenn da jetzt noch zwei Schiffe kommen. Kannst du das eine Schiff nicht einmal nach hinten ziehen, das rechte, damit er das andere angreift und das länger überlebt? Nee? Okay. Ja, nicht wenn da von hinten auch noch Piraten kommen. Oh nein, von oben, ja, ja, ja. Oh Gott, Alter. Alter, das ist... Naja, aber fünf, ne? Fünf. Hey, okay. Dann nehmen wir den. Wollen wir die anderen abhauen? Chat, fünf, ne? Fünf in den Chat. Und bitte klippen einmal. Falls das relevant wird. Mal ganz schnell was zu trinken. Das werden wir nicht schaffen an der Stelle. Die Quest oder was? Ja, da hatten wir aber auch echt Pech, ey. Komm, oder haust du jetzt ab? Hau ab. Ey. Der haut nicht ab. Der schießt nochmal. Shit. Dann gehen wir hin, machen die weg. Alter, das ist doch ein Pech, Alter. Wieso steht eigentlich unser starkes Boot hier vor dem Dude? Weil da, also solange wir jetzt selber noch darauf warten, dass wir genug Schiffe haben, um die direkt anzugreifen am Kontor, spawnt hier deren Kriegsschiffe immer wieder. Achso, und das machst du jedes Mal weg, oder was? Ja, wenn das halt kommt. Wenn wir hier wegfahren, dann spawnt das. Und dann haben die das auch. Und deswegen ist das genau... Wer bewegt das eigentlich die ganze Zeit? Deswegen ist das auch seitlich ausgerichtet dazu. Ich hab's gerade bewegt. Achso, das ist seitlich ausgerichtet, weil er die Kanone auf der Seite hat. Okay. Damit er direkt schießen kann im Zweifel. Okay, Jules. Ja? Das andere Schiff... Das hast du noch nicht zurückgeschickt. Braucht das. Ja, ich hab da nur die... Sorry, schicke jetzt zurück. Ziegelsteine sind... Ey, hab ich schon. Ah, hast du jetzt gehört. Bau du die Insel weiter aus. Ja. Eigentlich auch Arbeiter bauen, oder? Oh Gott, wieso hast du so viel Holz auf dieser Insel? Was tust du? Ich verkaufe das die ganze Zeit für Kohle. Für was für eine Kohle? Ja, halt Handel. Ich verkaufe die immer. Ah. Komm, mit zwei Mann dahin. Ich nehme mal alles bitte da hochfahren? Kannst du bitte da hochfahren? Oh ne, alles gut, alles gut, alles gut. Alter, hat der voll... Brauchen wir eigentlich Paprika? Nee, so weit kommen wir überhaupt nicht. Wir müssen jetzt die zweite Insel hochziehen. Die ziehe ich jetzt hoch. Na, wie viele Fregatten brauchen wir? Lieber Chat. Fürs Kontor 4. Plus unseren... Plus Hauptding, ja. Plus Hauptding. 2? 2? Für den Außenposten? Oder fürs Hauptding? Oder macht das keinen Unterschied? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. 3. Laufen Koordinaten an. Okay. So. Wir haben kein Schiff gerade mehr frei, wa? Nee. Ich versuche hier gerade die zweite Insel hochzuballern, da haben wir jetzt immerhin schon mal 300 Leute drauf. Der Falke ist bereit. Oh cool, die kommen uns hinterhergefahren mit zwei Kanonenbooten. Das ist aber gut, glaube ich. Was du einsammeln Sachen. Willst. Genau, weil ich sammle Sachen ein, um uns stärker zu machen. Aber du wirst dadurch langsamer auch, ne? Ja, das macht ja nichts. Ich drehe mich einfach sofort direkt um. Achso, okay. Komm, einmal fahren.
nehmen. Steuermann. Darüber. Ein Schiff ist jetzt wieder frei. Schicke ich zur Hauptinsel. Ne, ging einfach nur darum, dass einer die Quest vielleicht macht. Achso, ne, ich kümmere mich um die Hauptinsel, um die zweite Insel. Welche Quest? Die von Archibald, die da gerade läuft. Holen Sie, ne, von die Welt. Holen Sie irgendwas ab. Ah. Geld halt. Okay. Ja, kann ich machen. So, dann können wir die Sachen, die wir gerade gekriegt haben, hier mit dem Selbstreparatur und so weiter, geben wir dann natürlich unserer Fregatte. Haben wir denn gerade ein freies Schiff oder sind die alle in Benutzung? Ja, ja, das ist gerade auf dem Weg von der oberen Insel zur Hauptinsel. Also die Schoner, ne? Hier die Donnermuschel. Hör mal weg. Ja, ja. Macht den Schoner da weg, ihr Piraten. Schade. Okay, wie viele? Davon haben wir 91 mittlerweile, darauf kommt es nicht an. Wir warten auf jeden Fall da. Noch eine Fregatte, schön. Okay, die gehen auf jeden Fall auf das Versenken von Schiffen. Das heißt, wir gehen jetzt auf das Versenken von denen. Wenn wir 12.26 Uhr haben, wir brauchen ungefähr 12.17 Uhr haben, wir brauchen ungefähr 5 Minuten pro Schiff. Dann machen wir 12.30 Uhr, rennen wir los. Ich bräuchte eigentlich genug Geld für eine zweite fucking Segelwerft, aber dafür brauchen wir 3.000 noch. Kann ich irgendwie einen Kredit aufnehmen oder so? Schickt doch sonst hier die Fregatte, die wir haben, mal eben hoch und verkauft irgendwas. Hier Alkohol, 100 Alkohol kannst du verticken. Da 21.000 für eine Schmuggelaufgabe. Ja. Nice. Das mache ich. Aber die musst du erstmal machen. Ja, die mache ich jetzt auch. Ja, ich bin mit der Donnermuschel da in der Nähe. Ich baller die direkt hin jetzt. Okay, dann machst du die, ja? Auch gut. Ja, die Schokolade. Oh, ihr weg. Macht dem Empire Ehre. Volle Fahrt. Ja. Ein hervorragendes Geschäft. Ja, naja, ja. Hab die Schokolade und liefer die jetzt an. Ja. Nice. Lass dich nicht erwischen. Ab. Ja, also ich versuch's. Ich weiß nicht, wie gut meine Donnermuschel sich da beschützen kann, aber ich versuch's. Ja, die 20.000 wären ganz nice. Dann kann ich auf der nächsten Insel auch weiter ausbauen. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, Matti. Das ist jetzt sehr wichtig, dass du halt nicht verkackst. Wie läuft deine Insel so? Nee, ich. Ja, meine läuft super. Meine Insel ist ein Schiff, was im Norden rumsteht. Nachher gewinne ich noch mit meinem 75.000 Geld. Okay, wie sieht aus, Jules? Bist du schon da? Wieso? Ja, ich bin da, aber wieso? Er hat das angenommen, aber wir haben das Geld nicht bekommen. Was ist da jetzt hier fehlgelaufen? Ich wollte mal nachfragen. Da, das fährt weg. Spot? Oh. Nee, jetzt gerade nicht. Ja, alles klar. So werden wir beschossen. Ich hasse dieses Spiel. Aber wo ist meine Schokolade hin? Wieso ist die weg? Ich hab die abgeliefert, ich hab kein Geld mehr bekommen. Ja, weil das Flaggschiff in dem Gebiet drin stand und das nicht weggeschoben wurde. Nein. Fick also, unser Leben, Mann. Wie habt ihr gerade Sachen verkauft und ihr habt kein Geld bekommen, oder wie? Nee, alles gut, wir haben nur eine Quest gemacht. Achso. Ja, die sind manchmal auch ein bisschen buggy. Wird das hier mit? Mach ich die andere Quest jetzt noch? Da können wir auch ein bisschen was führen. Das kann doch nicht sein, dass wir 20.000 nicht gekriegt haben. Ein Schiff wurde zerstört. Alter, leck mich doch am Arsch. Und unser Schiff ist kaputt. Okay. Wir machen schlechter Moment, wie ich gerade merke. Ja. Rippschiff? Ja, Rippschiff, hör mal. Seid ihr noch fett im Stress oder? So, noch ein Schiff down. Wurde wieder versenkt. Ja. Aber was hat denn jetzt hier? Aber auch nicht vom Piraten die ganze Zeit, ne? Ja, ja, klar. Okay, das waren 20.000. Das war natürlich richtig bitter, dass das nicht geklappt hat. Sondern ich war kurz vor Abgabe, auf einmal ist das alles weg. Noch ein Schiff, 7. Das wollte ich mich gerade fragen. 7, ja? Sehr gut. Dann bin ich auch direkt wieder weg. Jo, bis dann. Tschüss. Viel Erfolg. Danke.
Rami, ich nehme mal die Fregatte und vertick einfach alles, was wir überhaben, ne? Ja. Weil irgendwie müssen wir jetzt mal an Geld kommen hier. Wir brauchen 10.000, damit wir das Scheißding bauen können und das schneller. Als ob! Okay, wie viele Schiffe braucht man wohl, um das und das zu vernichten? Da ist unser Kanonenboot, das kommt zurück. Was bist du? Und das Item kann man wieder einsammeln und dann kann man das weitermachen, die Quest? Was? Ist das legit? So, Ticker, Ticker, Ticker. Und wann immer in 3000. Wieder zurück. Nice. Zur Stelle. Wo fährt denn die Donnermuschel hin? Die macht die Entschädigung hier. Liefern sie ein Touristenschiff. Dir ist schon bewusst, wo du gerade lang fährst, wa? Warte, wo denn? An Gelb vorbei und dann bum bum tot. Guck mal an, wie riesig die Reichweite ist an dem Konto. Du musst immer oben über die kleine Insel. Wenn du da hinten hin willst. Oder unten drunter irgendwo dann vorbei. So. Na, komm her zu mir. Schönes Schiff. Aber ich muss auch noch ein bisschen was bauen, ne? So ein bisschen Geld werde ich dir zocken. Ja, jetzt lass mich erst jetzt Segelschiff bauen. Ja, machst du doch. Mit 3000 bist du doch cool, oder nicht? Nein, ich brauch 10.000! Ach, als ob. Hab ich fünfmal oder so schon gesagt. So. Dit weg, dit. Haben wir noch irgendwas über? Und richtig viel. Wo war da? Haltet sie auf Kurs. Verticken. Ja, wir können Lehmgruben abreißen, Bram. Wir brauchen niemals mehr so viel Lehm. Habe ich gerade mal gemacht. Gibt ein bisschen Kohle. Für noch 1200. Was können wir noch abreißen, was wir nicht so brauchen? Du kannst raus. Können wir nicht eine Kanonenproduktion abreißen? Nee. Du hast noch nicht genug Kanonen dafür, oder? Das ist richtig. Wir produzieren ja genau so, dass wir jetzt zwei Dinger laufen lassen können. Okay. Okay, komm, jetzt noch ein ganz kleines bisschen. 100 Gold noch. Komm schon. Ist einfach ein Kackholzverlab hier. Bam, hier, guck mal, gönn dir. Nice. Da haben wir die zweite. Produzieren. So, dann holst du dir das noch. Das heißt, wir haben jetzt eben. Okay, Jules, du machst gerade die Quest, ne? Mach die Quest gerade, ja. Gib die Kohle? Ich hoffe es, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie was war. Ja, er gibt Kohle, gibt Kohle. Okay. Warum produziert ihn nicht? Er produziert was nicht. Stimmt, warum produziert ihn nicht? Steht doch einen in der Queue. Hä? Keine Straße. Keine Straße. Alles gut. Steht so ein riesengroßes rotes Zeichen. Ja, wirklich, über dem Gebäude. Ey. Junge, da war ich einfach, okay, das heißt, wir haben jetzt sofort zwei. Unser Geld ist aber auch 4 Gold, also 4 Dollar haben wir und plus 10 machen wir. Wir sind richtig im Plus. So, lieber Chat, mal ganz ehrlich, Butter bei der Fische. Wenn wir die beiden Fregatten noch haben, also 4 Fregatten, Kanonenboot und unser imperiales Ding mit den Aufrüstungssymbolen, die wir zweimal haben, reicht das, um das Ding wegzuschießen? Schaff uns mal ein bisschen Geld. Sehr knapp. Wir kommen alle über die fehlende Straße. Nein. Wird eng, wird haarig, reicht. Ja, sollte, ja. Die haben geschützt. Ja, mit geschützt, ich weiß. Also, dat, ich zeige euch das hier schon. Eng könnte klappen. Okay, oder wir warten einfach auf 7 Kanonen und machen die nächste auch noch. Bauen noch eine Fregatte. Dann sind wir jetzt in 8 Minuten soweit. Das ist okay, ja? Und dann draufballern, tot und gewinnen. Das heißt gewinnen, ne? Also du machst nur das Kontor weg. Das
Ja, damit aber, wenn das Konto weg ist, dann sind die Einwohner von denen auf jeden Fall weg. Danach nehmen wir die restlichen Schiffe, die wir haben. Aber wieso sind die Einwohner dann weg? Ja, weil die ganze Insel zerstört wird. Aber wenn das Konto weggemacht hat, was? Ja, alles. Alles ist weg auf der Insel. Alles. Komplett tot. Das ist nichts mehr. Die ist leer. Als ob. Erst die andere Insel. Also die andere Insel hat keinen Geschützturm und ist ein kleineres Ding. Ich glaube, die würde ich auch eher angreifen. Okay, dann machen wir das erst. Dann fahren wir los in 4 Minuten 18. Oh, das wird spannend. Möchte der Chat Wetten abschließen? Ob wir die wegballern? Du hast halt noch die Piraten da in der Nähe, ne? Ja, gut, okay, halt aber die schießen. Auge behalten. So, und dann brauchen wir eigentlich nur noch, wenn die dann weg ist und die dann halt damit krass gesqueezed worden sind. Also ich meine, ihr könnt auf der Insel jetzt ja quasi bauen, was ihr wollt, und aufrüsten und so weiter, wa? Die beiden Schiffe sind ja eh in Produktion. Glaubt mir nur nicht zu viele Arbeiter. Ah ja, baut nee, da oben ja eh noch eine zweite. Oh, die auf, nächste ja. Insel gerade, die baller ich jetzt. Ja. Und brauch halt Kohle, weil. Weberei und so, aber wir haben halt keine Kohle, deshalb wäre ganz nice, wenn du siehst. Ja? Du musst echt aufpassen auf deine Schiffe, ja? Da fahren zwei Kanonenboote auf deinen Schoner. Da fahren zwei Kanonenboote auf deinen Schoner. Wir schaffen das noch, wir schaffen noch, das abzugeben, dann kriegen wir Geld. Was soll ich denn machen, ihr Lieben? So, ja, denn die ganze Zeit auf das Schiff gucken, wenn du damit schon fährst. Mach ich doch. Okay. Ich gebe das schnell ab und dann fahren wir das Schiff einfach durch die Gegend. Ja, wir fahren dann an den Piraten vorbei. Vielleicht. Ja, warum nicht? Die Piraten greifen die vielleicht im Zweifel noch an und machen die. Ja. Ist halt legit. Also ich würde das machen, weil nach oben wirst du auf jeden Fall sterben. So, dann Quest ist da, wir haben die Kohle bekommen. Ich fahre nach unten weg zu den Piraten. Naja, bin ich auf dem Weg, bin ich auf dem Weg. Okay, nice. Das hat nur 4000 gegeben, die andere war... 21. Fuck. Die andere war 21.000, ja. Uff. Und die ist einfach abgebrochen, kurz vor Abgabe. Ja, unser Schiff ist im Arsch. Wir fahren einfach direkt bis in die Piraten rein. Vielleicht machen die uns tot. Jules, mehr gucken! Das Schiff, das stand da einfach mitten auf dem Wasser und hat sich nicht bewegt. Ich habe das Ding eingesammelt und bin direkt weitergefahren zu der Quest. Also das hat minimal 5 Sekunden stillgestanden. Ja, dann habe ich die 5 Sekunden gesehen. Ja doch, vielleicht schon. Komm, Gas. Wo sind die Raketen hier? Nicht die Raketen, die Geschütze. Komm her und lass dich töten. Schoner steht bereit. Okay, probieren wir aus, ob wir da unten lang fahren können. Gott, die Piratenschiffe, die werden genau in den Weg reinfahren, oder? Ich denke auch, dass wir nach raus, ja. 1 Minute 46 noch, bis wir da unten zu deren zweiten Kontor rennen. So, ist diesmal ein besserer Moment. Ja. Jawohl, die Piratenschiffe machen Abgang. Oben an der Küste langfahren. Da ist genug Platz zwischen. Wenn die anklickst, kannst du den Radius von denen sehen. Ja, ich seh's. Oh, ich sehe, es ist kein guter Moment. Ihr werdet gerade gejagt. Oh! Piratenschiff! Jules, abdrehen! Ich versuch's! Es dauert so lange, das Abdrehen! Nee, fahr lieber die gut, Piraten rein, als in die! Macht's denn weiter, jetzt? Weiter! Einfach den hinterher. Weg. Oh, ist das knapp. Kommen die näher? Nee, ne? Ah, die greifen die Piraten an. Die haben abgelassen. Okay, perfekt. Dann fahre ich jetzt erstmal zum Hauptkontor. Da, hast du eine neue Abholaufgabe. Die mach kannst die du neue machen. Quest, genau, das ist gut. Und dann werde ich wieder angeschrieben, wenn ich mit dem Schiff rumfahre. Du sollst es nur nicht kaputt gehen lassen! Ist auch nichts passiert! Du merkst aber schon, dass dir gerade jemand hinterher fährt oder du Gas geben musst. Ich fährt doch die ganze Zeit. Schneller! Okay, fahr unten an unserer Insel vorbei. Ja, sowieso, sag ich ja. Zum Konto jetzt erstmal. Okay, 30 Sekunden noch. So, Bram, ich will jetzt aber dann sehen, dass du die richtig geil wegfickst, ja? Zerstörungsaufgaben machen wir nicht. Ja, aber Zerstörungsaufgaben machen wir nicht. Achso, nee, Zerstörung machen wir nicht. Da haben wir jetzt gerade keine Ressourcen für. Nicht, wenn ich jetzt auf den Kontor gehe. Nee, das ist Quatsch. So, Flagship kommt mit. 10 Sekunden noch, dann sind wir da. Wo ist mein Flagship? Die sind abgedreht, ich hole jetzt das Treibgut ab. Nice. Komm.
Ne, Entschuldigung, du nicht. Du bleibst da. Fahren. So, das reicht ja wohl, oder? Oh, sieht nice aus. Bin gespannt. So, Leute, ich wollte nur einmal Bescheid sagen. Noch eine halbe Stunde. Ja, guck dir jetzt... Du sagst denen nichts, wa? Ja, ich sag denen eure Stats, wenn ihr mir die sagt. Ja, aber die Stats, aber ich meine... euch ja auch die Stats. Ja, genau, aber ich meine, du sagst halt nicht, wenn wir irgendwas vorhaben, oder? Nee, Taktiken sag ich nicht. Nee. Ja, dann kannst du einfach kurz... Ja, aber ich meine, das ist ja gar kein Problem. Bleib doch einfach ganz kurz hier im Channel. Ja, ich beobachte mal hier. Und ich weiß nicht, ob du so siehst, was unserer grünen Küste so gerade lang fährt. Boah, ich komme ein Piratenschiff. Ja, ich weiß, halt, das hätte ich jetzt einfach auf dem Weg kurz mit weggesnackt, ganz ehrlich. Ja, ist ein Schiff mehr für die Statistik. Ich meine, eure Taktik kenne ich ja schon, seit ihr mir gesagt habt, ich soll mein Schiff da mal wegnehmen. Ne? Also es war ja schon recht offensichtlich hier. Aber ganz kurz, einmal für die Zuschauer, wie sieht's aus? Versenkte Schiffe, also wir Planeten, haben Leute. Sieben. Wie spawnen, Schiffe, sieben? Okay, ich habe eine kurze Frage zum Spiel. Wie spawnen die bitte bei sich immer am Kontor Gegner? Mhm. Immer in der Pirateninsel spawnen die, aber dann fahren sie halt durch die Gegend. Nein, wie machen die das? Der Tölpel ist das. Das ist niemand der anders. Der Tölpel ist gerade bei denen vor der Base direkt gespawnt und haben die weggesnackt, umsonst. Das ist eine Mission ist einfach. So. Okay. Also das sind Missionssachen, da können die random spawnen tatsächlich, ja. Okay. Bei einer Mission, da ist das gescriptet, dass die spawnen, das passiert dann immer zu einer bestimmten Zeit. Krass, dass die dann direkt bei dir vor der Haustür spawnen, das ist ja insane. Okay. Wir haben, warte mal, wie sehe ich denn für über alle Inseln die People? Das müsste oben links in der Anzeige, wenn ihr draufklickt, das sind ist alle Leute. Mhm. 5200. Mhm. Ich habe eine ganz kurze Frage. Geld, was passiert eigentlich, so wenn man kein Geld mehr hat? Thema. Ja, dann ist Game dann over, ne? Minus. Gehst ins Minus. Dann gehst eine Weile ins Minus und wenn es dann irgendwann keinen Sinn mehr hat, dann ist Game over. Ja, okay. Genau. Irgendwann. Aber da kann man denn ja Maßnahmen machen, man kann ja Gebäude pausieren, Sachen verkaufen und so. Also ja, oder wir holen uns ihr einfach zwei Inseln. Einfach, ihr spielt auf einfach beim Geld, das passt schon. Hey, Jules. Moneten gerade? Jules. Ich hab's gesehen. Es stand. Was? Versenkte Schiffe sind nach wie vor sieben, ja? Versenkte Schiffe sind noch sieben. Ja. Das ist richtig. Okay. Sehr, ja. Dann hüpfe ich wieder rüber. Tschö. Ciao. Ciao. Bram, du musst richtig Gas geben, sonst jetzt bin ich gespannt. Wird das zeitlich knapp. Ja, ich fahre ja. Also, ich meine, ne? Also, hier ist kein. Ja, du ich kannst nicht schneller fahren. Ich fahre legit komplett drauf zu und produziere nebenbei noch ein zweites Schiff. Nice. Also, noch ein Schiff einfach. Weil einfach ist. Gibt's einen Hauptstream? Das hier ist der Hauptstream. Hier seht ihr die krasse Action. Ja. Das hier ist immer der Hauptstream. So, machen wir mal kurz ein bisschen langsamer. Ey, yo, ganz kurze Frage nochmal. Nee. Ja. Habt ihr bei den versenkten Schiffen auf Questschiffe mitgezählt? Also so, wenn Schiffe vor euch spawnen, so Geleitschutz und so? Nicht, dass ich wüsste, nö. Also habt ihr überhaupt schon so eine Quest gemacht? Nee, eine Geleitschutz haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Ja, ist die Frage, zählen wir das mit, zählen wir das nicht mit? Was meint der Chat, was meint ihr? Ihr seid parteiisch. Zählen wir nicht mit. So, ballern. Was sagen alle? Rein theoretisch sind diese Quests. Jetzt nicht, ist mir egal, such dir was aus, jetzt wird gefickt. Okay, der Chat sagt nein, viel Spaß beim Ficken, bis später, tschö. Tschö. Okay, Bram, jetzt will ich aber auch was sehen. Jetzt will ich sehen, wie die Rippung einfach startet. Oh, 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 oh. Ja, das war aber daneben. Let's go! Mach das Ding da weg. Aber wieso schießt ihr auf die Fischer? Was? Hier wird nicht angehalten. Der hat auf die Fischer geschossen. Mach mal nicht, Junge. Was ist das da? Ach, die bauen so einen Kanonenturm. Mach doch lieber die Hafenmeisterei direkt weg, oder? Ach, als ob die direkt instant ready sind. Gott, Alter, was ist denn? Ging das jetzt so mega schnell, dieser Kanonenturm? What the fuck? Ja, ich glaube, der ist aber noch nicht einsatzbereit. Ach, als ob sie da so krass bauen können. Ich glaube, du kannst besser den Hafen wegmachen. Ja, wir machen oder? Mit Kontor weg. Weil die bauen so viele so schnell dahin. Oh, shit. Wieso kann man denn da bauen, während mal angegriffen wird? Was ist das denn für ein räudiger Scheiß? Einfach Konter, das ist der RIP. Easy. Ist ein guter Buy. Noch kein Schiff verloren.
Komm. Das wird nämlich übel, sonst haben die nämlich echt viele Schiffe. Okay, das ist das erste Schiff, aber nicht schlimm, Kontos ist ja fast weg. Na komm. Das sieht gut aus. Ja, das sieht tatsächlich sehr gut aus. Boah, ich bin gespannt, ob wirklich die ganze Insel dann weg ist. Dann haben wir gewonnen. Dann war das 3000 IQ, Bram. Nice. Du musst da oben nur noch die Flagge runterkriegen. Ach so. Ach, du musst quasi einnehmen. Ja, okay. Stimmt, du nimmst die Insel ein. Yo, stimmt, so ging das jetzt. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, geil. Komm schon, mach das geil, Ding kaputt. Geil. Mach das Ding da kaputt. Jawohl, weiter. Nice! Da einfach auf die Fischerdörfer. Ah, die sind kaputt. Was hat er denn da gebaut? Na, Hafenmeister. Ach so. Oh, ist das spannend! Mega Mann! Hafenmeisterei noch? Ja, weiß nicht, ob die wichtig. Ah, stimmt, dann kann er da nicht neu bauen. Oh, sie verkaufen gerade alles. Sie verkaufen alles gerade. Damit sie nicht. Ja. Insel erobert. Nice! Insel erobern. Boom. Ja, Mann. Danke. Nice! Wow, geil gemacht, Mann! Mega nice! Oh, das hat sich so gelohnt. Gewalt ist immer die Lösung. Gewalt ist die Lösung. So, wir fahren weiter. Wir werden die nicht kaputt kriegen da vorne. Aber wir werden dafür sorgen, dass die jetzt nicht mehr aus ihrem eigenen Gebiet rauskommen. Müssen wir nicht gucken, dass wir mehr Schiffe haben? Nachher versenken sie mehr Schiffe und wir haben zwar dann den Bevölkerungsbonus. Ja, aber genau das mache ich doch jetzt. Okay. Ich werde jetzt aber dafür sorgen, dass die da nicht mehr rauskommen und die Piratenschiffe töten. Während ich halt Fregatten weiterbaue die ganze Zeit bis in die Hölle. Ja. Okay, und dann ist das die beiden Sachen. Und dann sollten wir eigentlich mehr Einwohner haben, oder? Mit 6.000. Wir haben den doch gerade bestimmt 200.000 Einwohner. Wir dürfen mehr Einwohner haben, ja. Wir haben auf jeden Fall mehr Einwohner. Also auf der kleinen Insel, die die haben, können sie nicht mehr ballern. Ich habe hier noch eine krasse zweite Insel gebaut. So. Oh, ist das krank. Ist das krank. Nice. Nee, nicht übermütig werden. Wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach nur jetzt safe spielen. Ja, genau. Wir haben noch 22 Minuten. So, nächstes Schiff. Wenn du da runterfährst. Mach weg. I need wood. Fürs Geld. Wood. Da ist eine Abholaufgabe, Jules. Unterwegs. Da ist noch ein Schiff platt. Nice. Chat jetzt zählt fleißig mit, ne? Boah, Alter, hab ich Puls gerade gehabt. Dass das funktioniert, das wäre RIP gewesen. Alles auf eine Karte gesetzt hier. Mega gut. So, was haben wir da? Da, scheiß drauf, das eine kleine Ding da. Wir holen uns da oben die Sachen. Baut die Insel noch aus. Nee, wir sind. Das lohnt sich nicht. Bau lieber auf der zweiten Insel gerade. Da läuft es so gut, da kann ich viel besser gerade alles hochziehen. Ja, und da oben kommen noch zwei schöne Schiffe, die gönne ich mir jetzt auch noch. Weißt du mal, wie viele Schiffe die haben? Weiß ich nicht. Okay, uns hören noch Kanonen. Ja, hatten die jetzt 7. Hä, wieso verrätst du es nicht? Achso, wie viele versenkte Schiffe? Achso, das sind jetzt inzwischen 12. Ah, 12. Die haben also eure 12. Ja gerade auch weggemacht haben. Ah ja, okay. Das hat gerade ganz schön wehgetan. Aua, mein Herz hat ein bisschen geblutet. Ja, aber bei denen, also zwei Schiffe gegen eine Insel war okay. Ich habe gerade eine Umfrage im Chat gemacht und der Chat sagt mit einer overwhelming Mehrheit, dass Questschiffe dazugehören, deswegen würde ich das jetzt so zählen. Ich habe es tatsächlich nicht bedacht, dass es auch Questschiffe gibt. Aber es sind ja eigentlich auch feindliche Piratenschiffe. Dann haben die anderen 12 plus die Questschiffe, also die Questschiffe schon eingerechnet. Nee, insgesamt richtig? Dann 12 mit den Questschiffen. Ja, das meine ich, okay. Habt ihr gerade noch welche versenkt bei der Hafenübernahme da? Wir sind gerade auf 9 hoch. Okay. Und jetzt gleich auf 11. Falls dich interessiert. Aha, ich schau grad zu. Da tun einem die Piraten fast schon leid, ne? Ist fast schon ein bisschen. Da wechselt man fast die Seiten, ey. Schwimmen! Aha.
Da ist noch eine Aufgabe für dich, Jules. 10. Ja. Ich würde jetzt mal, Bram, bei der Hauptinsel schon mal Sachen verkaufen, wie das Stahlwerk und sowas, weil du baust jetzt ja keine neuen Sachen. Doch, doch, ich baue noch Fregatten, wa? Ja, aber wir haben 80 Stahl. Okay, ja, wenn er dann nicht großartig Stahl, aber dann machen wir nicht die Kanonenproduktion kaputt. Nee, Kanonenproduktion lasse ich. Die braucht ja nur Eisen. Die braucht Eisen. Ja. Fuck. Nein, die braucht Eisen, nicht Stahl! Okay, Bram, da muss ich nochmal was neu bauen. Also die brauchst du auf jeden Fall, oder was? Ja, ich brauche halt mehr Kanonen, wa? Für 20 Minuten noch? Noch ein Schiff. Ja, okay, da hast du recht. Hast du recht. Wir bauen noch ein Schiff, ne? Noch, weil das ist. Lass eine kurz noch stehen, dann können wir sofort noch eine bauen. Einfach just in Katze. Ach, verdammt. Oh, ich hab mich verklickt. Warte mal, wie viel brauchst du denn noch? Ich brauche, glaube ich, 6 oder so. Brauchen wir noch? Oder 5? Ja, das schaffst du nicht. Kein Eisen, keine Kohle. Okay. So, damit haben wir 11. Es ist ihre erste Bürgerpflicht, mir zur Hand. Ja, ja. So, der Jules kümmert sich gerade um die Quest, zwar für Geld. Yep. Dann reißen wir gleich erst alles ab, okay. Jules, ne, du passt ja auf Sachen auf, ne? Ja, auf mein Schiff passe ich auf. Das fährt doch gerade schön zum Questgeber. Ja, und weißt du, was vor dem Questgeber steht? Ne, ist dir natürlich aufgefallen. Ein Piratenschiff, nee, ein feindliches Schiff. Genau. Deswegen warte ganz kurz, bis die Flotte, die rechts neben dir ist, links neben dir ist. Ich versteck das kurze Schiff. Ich rüste so viel auf, wie geht, damit wir bisschen positivere Bilanz kriegen. Absolut. Ihr Hafen wird angegriffen. Mein Hafen wird angegriffen? Was? Achso, da vorne. Jo, geil, direkt mit zum Schiff. Wer ist das? Ach, die haben sich die Neptun wieder zurückgeholt. Ah. Jetzt greifen die uns an, oder was? Ja, wir sind Stadt geworden, nice. Guck mal, jetzt noch ein paar Leute mehr. So, das heißt, du... Da hier auch upgraden. Schiff vom Stapel gelaufen. Alter, ist das nice. Ist das nice. Oh, diese zweite Insel, die ballert ja auch noch richtig. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss, da sind wir hier oben, alles gut. 3000 Leute. Mal weg. So, Jules, kann's fahren? Ja, ich bin schon unterwegs, sagen wir, hab ich gesehen. Nein, ich will kein Item haben, ich will Geld, wenn dann. Wir sind jetzt 12 Schiffe, ne? Jetzt haben wir nur so viele wie Chef. Die, ne? Ja, ich arbeite dran, ne? Also hier... Okay. Ich hab da mal so Bei Bilanz werden wir, glaube ich, verlieren. Wie viel Leben hat so ein Kanonenboot? Siehst du, wenn du draufklickst. Ah. Oh, nice. Ich habe einen Torpedo, der macht 3500 Schaden. Wo hat Katze entzünden? Ich mache jetzt... Mit dem Torpedo können wir die Haupt... Also ich kann zumindest einfach so ein kleines Kanonenboot einfach mal kurz in die Luft sprengen und dann wieder abhauen. Kannst du es aufs Hauptkontor ballern? Den Torpedo? 3500? Ja, wäre fast Half-Life. Ne, ein Drittel weg. So, Moment. Bleib mal ganz kurz alle stehen. Also wenn du mit allen angreifst und den Torpedo auf das Hauptding ballerst... Aber ich kann den Torpedo nicht aufteilen. Ich habe 3 Stück. Kannst du nicht 3 auf das Hauptding ballern? Dann ist es down. Oh, die greifen gegen an. Die greifen an. Die fahren gerade zu uns mit ihrer gesamten Flotte. Zu unserer Hauptinsel? Ja. Okay. Oh, du bist ziemlich dahinter. Warte mal, ich baue mal eben Verteidigung, würde ich sagen. Bram, ne? Ja, baue mal Verteidigung. Was haben die denn?
Nee, die fahren gar nicht. Guck mal, die fahren nach Norden. Die fahren auf die kleine Insel zu. Hallo. Okay. Alles gut, alles gut. Hä, sicher? Naja, auf jeden Fall. Also trotzdem solltest du die drei wegmachen und danach kannst du deren oder ja, direkt deren Dinger. Chili-Milli, Junge, ich kann auch nicht, ich kann leider nicht fliegen. Ram, das war Taktikbesprechung, das war nicht Bob, Ram, jetzt mach. Aufpassen, kann sein, dass sie vielleicht auch sogar unseren, unser Hopfenschiff hier dann mitnehmen. Die fahren jetzt nach links, wieso fahren die nach links? Ach, okay, aber manche, die fahren weiter Norden, okay. Also Bram, du bist ja jetzt auf dem Weg mehr oder weniger zu... Moment, du musst das aufnehmen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu denen, ja. Was machen die denn jetzt? Weiß ich nicht. Das ist eigenartig. Macht aber nichts, egal was sie machen. Hinterher. Brauchen Kartoffeln für die Quest, wir haben keine Kartoffeln mehr, ne? Krieg ich mit dem Torpedo nicht deren Hauptkontor tot? Ja, wenn du dreimal schießen kannst, wenn einer 3500 macht, ist deren Hauptkontor tot. Das Hauptkontor hat 9000 Leben. Okay, unter der Prämisse aber. Also, rein! Die haben ein Kanonending da ja, und sonst nix. Du verlierst ja nicht mal einen, wenn du mal eben fühlen gehst. Ja. Oder? Los. Ja, mach ich ja auch. Ich hol ganz kurz die beiden anderen Schiffe. Ja, wo auch immer die gerade hinfahren, um irgendwas zu zerstören, ist mir eigentlich alles Latte. Wir fahren da jetzt hin. Zeit drängt, Olga, ich weiß, wir geben Gas. Da, wir warten nur kurz auf die beiden Schiffe und dann probieren wir das aus. Auf den Hauptkontor drauf. Torpedo geht nur gegen Kriegsschiffe, meint der Chat, aber das ist ja nicht schlimm. Vorher hat ein Torpedo nach dem Auftreten explodiert. Verwendbar für Kriegsschiffe steht da, nicht auf. Ist ja egal, du kannst ja trotzdem die angreifen. Also du verlierst ja erstmal nichts, ne? Ja, aber den Kontor meinst du, ja? Also wir reden halt von deren Hauptbase jetzt. Ja. Pass auf, da forst du Geschützstellung. Gerade aktuell hast du genauso viele Schiffe wie vorhin. Ja, ich habe sogar jetzt weil ich habe einen Kanon. Weil die haben ja jetzt nicht mehr Verteidigung oder mehr Sachen hier bei der Hauptinsel. Die ist ja genauso schwach wie die andere Insel gerade. Die könntest du halt machen. Ja. Guck wenn ich das richtig sehe. Torpedo ist ausgerüstet, alles gut. Moment, wir arbeiten dran. Ich stehe vor deren Insel sofort. Keine Ahnung, die mit ihrem Schiff da in der Nähe vom Nichts machen. Ist mir auch gerade ein bisschen Latte. Du bist das wichtige Schiff. Erstmal unsere Feuerwehr ab, ne? Die kostet nämlich Geld. Kann das sein, dass sie die Quest mit den Kartoffeln gerade machen, die wir auch haben? Kann sein. Und ihr Schiff beschützen wollten und deswegen... Ja, kann sein. Wieso haben wir hier unten... Wer hat denn hier noch eine Brauerei gebaut? Dahin. Hä? Und nochmal. Oh, Schaden! Alter! Da rutscht er einfach in das Ding rein. Bruder. Ja, komm schon. Waren das schon alle drei? Komm schon, auf den Kontor, Jungs. Nice. Auf den Kontor. Nicht sonst wohin schießen. Oh, das war die Fischerhütte. Oh, Entschuldigung, hab ich. Die sehen so gleich aus hier. Auf den Kontor. Wie geil. Ach, der eine tankt jetzt. Nee, das ist ein NPC, das ist ein NPC, der ladet nur auf und ein. Ich weiß. Der lässt sich nicht stören davon. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja, also mein Käse nehme ich trotzdem mit. Auch wenn hier Krieg ist. Ja. Mega gut. Komm, mach weg. Alle da nice. Drauf. Nice. Weiter schießen. Die schaffen das nicht. Da. Kaufen wir unser Flaggschiff zurück? Ja. Das lohnt sich nicht. Das ist nicht schnell genug da, oder? In 10 Minuten. Also wenn du jetzt die Hauptinsel zerstörst, dann ist eh RIP. Also du musst eigentlich nur die Schiffe, die da jetzt ankommen... Ne, sie haben abgedreht, Bram. Wir haben gewonnen. Die versuchen nicht mal gegen zu kämpfen. Wir haben gewonnen. Nice! 4 Schiffe Holy hinterher. Shit, Alter. Moment, 4 Schiffe dann hinterher? Kaufen wir unser Schiff noch. Ja. Warte mal.
Kauft und stickt das dagegen, damit das die aufhält. Ja, tue ich. Nice. Alter. RIP. RIP. Hinterher. Oh, 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 einfach zerstört, Mann. So. Oh mein Gott. Jetzt die Frage, wie viel Geld die gerade haben. Jetzt zerstörst du noch die restlichen 4 Schiffe. Also jetzt gibt's ja, noch ein wir bisschen fahren. Respekt obendrauf. Ah. Jetzt auch noch drauf gespuckt. Ja. Upp. Ja. Eins ist natürlich die... Je nachdem, wo die hinfahren... Ah, die versucht noch die Schiffe zu machen. Ihr Hafen wird angegriffen. Mein Hafen, da, wird, Hafen angegriffen. Wird angegriffen. What? Ja, da ein Fischerboot. Haben wir gerade nebenbei drauf geschossen. Ja, peng. Also wenn wir jetzt schon anfangen, Fischerboote zu zählen, na, dann bin ich aber jetzt hier raus. So, wie ist der Wind gerade? Ja, komm, ihr dahin. Du dahin. Schön aufhalten. Und weiter. Drehen. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ab geht es. Machen, machen, machen. Was sind die einfach dran vorbeigefahren, oh ja, die das Schweine? Das ist echt geil. Pass auf. Richtig gemein. Hab ich gerade im Chat gelesen. Das ist richtig gemein. Nix richtig gemein. Also, so funktioniert halt Anno im PvP. Ja, so funktioniert halt Gewinnen, ne? Ja. Versuchen Sie sich jetzt da zu decken bei dem und um Hilfe zu suchen oder was? Ich muss mal boah, Alter. Ey, Sepp. Ha? Guck dir mal die mittlere Insel an. Die mittlere? Ah! Okay. Das ist lustig. Was, wenn die gar keine Einheiten mehr haben? Weiß ich tatsächlich nicht. Ja, das ist schon, das war schon ein bisschen gemein, wa? Das kostet auch Geld, deswegen machen wir das mal nicht. Ich verkaufe da mal. Achso. Angelo, ja. Rage Quit. Da ist er schon raus. Da ist der nächste raus. Was soll ich verkaufen noch schnell meinen ganzen Kram auf der Insel, nein, oder? Alles, ja, hey. Ist jetzt. Ist egal? Glaube ich so. Ich glaube, ein Mitspieler haben, wurde vernichtet, ja. Ich glaube, ja, sie haben indirekt auch so oder so gewonnen, also von daher, also, ne? Ja. Gut, dass mein kleines Schifferboot überlebt hat. Sollen wir mal nach oben gehen zu denen? Ja. Let's go. GG! GG! Ja, dann würde ich sagen, können wir aufhören und alle mal wieder in denselben Discord kommen hier, ne? Ja, GG! GG! Das war ein dramatisches und gut getimtes Ende. Ja, das war sehr smart anfangs, dass ihr einen Händler eingenommen habt, ey. Das war wirklich smart, ja, ja. Aber ich finde die Squad, das war gut. Die Squad dafür, dass die Squad teilweise zum ersten Mal Anno gespielt hat, als ich denen das beigebracht habe, haben die sich fantastisch geschlagen, finde ich. Die Peets, die waren natürlich eindeutig ein bisschen stärker bei den militärischen Sachen, ne? Muss ich mir vielleicht ein bisschen auf die eigene Münze schreiben, dass ich den Leuten auch ein bisschen mehr Krieg beibringe das nächste Mal, wenn ich sowas mache. Aber das war wirklich verdammt gut. Ja. Oder und, wir machen beim nächsten Mal etwas, was Krieg bestraft. Oder so, einen friedlichen Playthrough. Ja, jedes Schiff, was versenkt wird, minus 1. Ja, zum genau. Beispiel. Oh Gott. Ja, ist halt wirklich so. Und dafür machst du dann halt Einwohner, Gelerntenpunkte und Geld oder so Geschichten. Ja. Ja, eine gute Idee. So, okay. Liebe Pietz, ich nehme an, ihr habt gerade noch ein paar Schiffe versenkt, ne? Bei wie vielen wart ihr am Ende? Also, ich meine, ihr habt noch, eh gewonnen. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, wenn wir zu wenig haben, haben wir noch 5 Minuten.
Ja, ich würde sagen, da das andere Team quasi vernichtet ist, haben sie jetzt ja auch keinerlei Kontostand und keinerlei nichts, ne? Also würde ich sagen, selbst wenn die Squad jetzt mehr Geld hätte und mehr Einwohner gehabt hätte, sie sind ja weg. Sie sind ja vernichtet, ne? Dementsprechend GG an die Peets. Militärisch sehr, sehr stark gespielt. Das, also jetzt einfach mal, bevor sie vernichtet wurden, wie stark waren sie denn da? Könnt ihr gerne mal sagen, liebe Squad. Ich wollte gerade nicht unterbrechen, gerade beim Kämpfen. Also aber ihr habt 13, ja vorher irgendwie geklippt oder so. Wir hatten 13 Schiffe, glaube ich, insgesamt. 13 Schiffe und wir waren bei 127.000, ne? Ja. Wow, ja. Was? Geld hattet ihr, krass. Also tatsächlich, geldtechnisch und einwohnertechnisch, hättet ihr sie nicht weggewämst, hätte die Squad tatsächlich gewinnen können. Also die waren, was Einwohner und Geld anging, ein bisschen vor euch. Wir hatten irgendwas 7.500? Ja, ach, krass. Okay, nicht schlecht. Also tatsächlich, wirtschaftlich war tatsächlich die Squad ein bisschen stärker. Ihr habt sie dann halt weggewämst, ne? Da war es dann unrelevant. Dann aber ich fand, das war wirklich... Also ich fand, das war wirklich echt krass gut ausgeglichen. Das war echt cool, Mann. Ja. Wenn ihr unsere Handelsroute nicht so gecampt hättet, dann, dann wären wir vielleicht... Ja, das war natürlich ein smarter Move. Wir haben auch euer Flaggschiff, euer Hauptflaggschiff dann gecampt, weil wir gemerkt haben, wir haben halt 50.000 ausgegeben bei Archibald, damit wir ein stärkeres Schiff haben. Hallo. Habt ihr ausgegeben? Ach du Schande. Bei Items gekauft. Die Items, ne? Damit halt immer, wenn ihr spawnt, wir euch instant wegmachen können. Ich bin durchgedreht. Ich habe irgendwann gesagt, ich so, okay, wir müssen das aufgeben an der Seite. Nein. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Das war echt smart gespielt. Ja, das ist halt die Sache, ja. Ich meinte ja zu euch auch, ne, im Endgame sind die Items das wirklich Entscheidende bei Anno 1800. Die machen das Spiel nochmal sehr viel komplexer. Und da hat man gesehen, ne, Schiff mit Items versus Schiff ohne Items ist halt keine Chance, ne, so. Die sind halt sehr teuer, ne, aber hat sich in dem Fall gelohnt am Anfang. Das war ja von irgendwie 3000 Kilometer Entfernung erstmal so, puff. Vor allem, ich wusste von vornherein den Plan der Peets, weil die haben mir schon nach 10 Minuten oder so gesagt, ey, Marty, nimm mal dein Schiff da weg, ne? Das ist zusätzliche Verteidigung, ne? Just saying. Ich so, ja, weil wir halt Krieg mit dir haben. Mal in den Norden. Ah. Aber das wollte ich natürlich nicht petzen, das wäre ja Schummeln, ne? Ist ja klar. Ja. Schade. Aber ich dachte mir schon so, oh nein, die arme Squad, die sollten vielleicht mal ein paar Kanonen bauen. Die, wir konnten nicht. Also das Problem war, keine Kanonen mehr. Das wäre auf der zweiten Insel entstanden. Ja. Und dadurch, dass sie erst die zweite kaputt gemacht haben, das war sehr gut. Ja. Das ist halt in dem Fall, ne, wer als erstes die Eisenindustrie rusht, wer als erstes die Kanonenboote kriegt und so, ne, der gewinnt halt bei dem Ansatz, ne? Das ist halt auf jeden Fall eine Taktik, die man fahren kann. Müssen. Und vor allem auch früher mit Schiffen starten, weil wir haben wirklich lange uns Zeit gelassen, da so, Schießschiffe zu basteln. Ja, ich dachte mir auch, also das... Mit einem Schiff rumgefahren, also... Ich bin ganz ehrlich, die Quest, ja, wer die meisten Schiffe tötet, war für mich die ganze Zeit im Kopf gar nicht darauf bezogen, dass es Piraten gibt. Es ging mir nur, ich dachte wirklich, es geht halt nur um eure Schiffe. Nee, es geht halt nicht um alle Schiffe, sorry. Es ist ja auch eigentlich egal, ob so Piraten sind oder nicht, sobald du den anderen auf See dominierst, ist er halt raus. Du kannst den Hopfen nicht bringen, du bist halt auf deiner Insel gefangen, ne, und dann... Ich habe von Anfang an deswegen gibt es in Anno halt auch keine Landeinheiten mehr. Frühere Teile hatten teilweise Landeinheiten, aber es ist halt komplett sinnlos, weil wenn die Schiffe wegballern, sind die Landeinheiten halt auch voll von Arsch, ne? Ja, so. Ja, genau. Ja. Ja, nice. Die Omen Squad war jetzt voll am Schwitzen und hat gar nicht mehr ihre Challenges gemacht, aber ganz ehrlich, fuck it, die haben sich so gut geschlagen. Ich bin dafür, wir können jetzt alle hier Gewinne verlosen. Ich bin dafür, wir können jetzt einmal ein bisschen Gier hier in die Gegend werfen. Find ich glaube, die Pizza haben das sogar schon gemacht, ne? Ja. Wir haben das um 11 gemacht und um 12 direkt. Und jetzt sofort. Ja, sehr, sehr gut. Oh cool, wir haben noch eine Fregatte gebaut. Ja, ihr könnt das Spiel auch gerne weiterspielen. Könnt ihr auch gerne machen. Nee, wir zerlegen jetzt noch kurz der Ehre halber Matti von der Map. Wir können die Giveaways raushauen. Aber GG, well played. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tut mir leid, dass Arno zwischendrin ein bisschen zickig war, aber hat ja alles funktioniert im Endeffekt. Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Ja, Angelo fragt auch nochmal, wie wir das mit den Giveaways jetzt machen. Ja, genau. Also ich würde sagen, die werfen wir einfach raus, oder? Ich glaube, die gute Mary hat da nichts dagegen. Die haben sich so gut geschlagen, die waren einfach so drin. Ballern. Ich bin auch gar nicht dazu gekommen, meine Sachen zu verlosen, weil ich so drin war die ganze Zeit. Ich glaube, da können wir einfach so ein bisschen so Gamescom-mäßig hier Sachen in die Menge schmeißen. Ich glaube, das können wir machen. Oh. Ey, die schießen mich ab. Ey, ich habe gar nichts gemacht, ja? Aber meine Verbindung ist schon wieder... Ach ja, hier, guck mal, ich wurde aus Prinzip auch nochmal gerade weggewämst. Hey, ich war ein friedlicher Start, ja? Das ist gegen die Genfer Konvention, das geht so nicht. Das stimmt, ja. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke. Ja, war super cool. Ich wollte gerade sagen, ja, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Und Hut ab nochmal die Pete. Perfekt. Ja, das war eine nice Taktik von euch. Gut, gut. Ja, habt ihr gut gemacht. Well played. Ja. Danke, oh, ja. Danke. Danke, lieber. Well, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. So, und bevor es bei uns jetzt hier ganz kurz weitergeht, ja, einmal 10 Sekunden wird für euch eine kleine Werbung. Müller Milch, Müller. So, nicht. So, Easy Snack. Werbung. Genau, kurz an dem Werbespot gemacht, jetzt kurz vorm Ende. Das war cool, ne, es geht nicht weiter. Wir suchen uns jetzt gleich noch jemanden zum Raiden aus und das war nice. Dann, was machen wir dann noch? Dann machen wir nichts mehr. Deswegen, wir suchen jetzt nicht mehr zum Raiden aus. Vielen, vielen Dank bei den ganzen Leuten, die heute gesubbt haben. Das war doch ein sehr cooler Stream, auch wenn es sehr früh war, ich meine, um 13 Uhr das Stream zu beenden, ist jetzt auch nicht so normal. Und ich gehe mal ganz kurz, einmal kurz auf Fragen. Gute Leistung, Matti, ich bin total kurze Frage, streamst du noch? Richtig weiter? Gut. Richtig, richtig gut. War also, wieder ein geiler Stream. Streamt hier noch irgendjemand länger? Super weiter? Viel Spaß gemacht. Was sagst du? Warum? Streamt noch irgendjemand? Nee. Ich bin noch live. Du bist noch live? Ob wir noch streamen? Nee, ich gehe jetzt auch offline wahrscheinlich. Genau. Ich bin dann raus, ne? Okay, dann. Yo, hab noch schön. Wunderbar. Okay, haben wir das auch geklärt? Mein Gott. Oder mit seinem mit Ausrechnen und dieses und jenes strategisieren. Ja, yeah, auf jeden Fall. Tschüss. Von daher. Tschüss. Das war doch nice. Dream Team so. Hier. Gegner zernichtet. Gegner zernichtet, ja. So, wir raiden jetzt auf jeden Fall sofort noch. Und jetzt im Rahmen dessen, ja, natürlich Omsquad, vielen, vielen Dank daran. Es gibt jetzt am Ende noch 2 Werbespots, da macht man Raid und dann sehen wir uns morgen, glaube ich, wieder. Deswegen, ja, danach sage ich noch kurz was. So, wunderbar. Sind wir nämlich den Verpflichtungen auch alle nachgekommen? Das ist nämlich im FF des Gefechts ein bisschen untergegangen. Du meinst Montag, ne? Nicht morgen. Montag meinst du, ne? Ich meinte Montag, ja. Habe ich morgen gesagt. Ja, tut mir leid. Morgen meinte ich nicht. Sagen. Ja, hey. Wunderbar. So, wir raiden dann noch Highscore Hero, weil der streamt noch ein bisschen, deswegen warum nicht? War ein geiler Event. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Noch vielen, vielen Dank an SWSFCN für 30 Euro, die er noch gemacht hat. Vielen, vielen Dank an die ganzen Prime-Subs, an die normalen Subs, an die Gifted-Subs, an die 4,99, an die 8,99, an die 24,99-Subs, an die ganzen Leute, die uns unterstützen, lieben und mit deren Mütter ich geschlafen habe. Wir sehen uns Montag wieder. Bis dann und ich hau rein. Und ihr auch. Bundesgarten, ciao.